Morgen. Guten Morgen. So, das ist schön. Wir sind einigermaßen pünktlich und stehen jetzt hier bei Schmidt-Urino vor der Haustür. Ja. Und der hat ja gesagt, wir sollen direkt in die Garage gehen, meinte er, ne? Warum hat er das gesagt? Weil er nicht will, dass wir bei ihm alle Schubladen aufreißen und überall reinschnüffeln und private Dinge aufdecken oder vielleicht Material sammeln, um ihn danach dann despektierlich zu behandeln aufgrund irgendwelcher privaten Details oder Einblicke. Warum hat man so viele Echsen, wenn man die niemandem zeigen will? Das frage ich dich. Ja, das weiß ich auch nicht. Keine Ahnung. Das ist ja offenbar ein privater Spaß. Ich möchte aber trotzdem auch mal aus so, ja, wie so einer vom Veterinäramt, will ich auch mal gucken, wie es da drin dann ob's aussieht. Ob es denen überhaupt gut geht. Ja, naja, man muss ja auch, ja. Guck mal, die haben zwar irgendwie seit der, mehr oder weniger, haben die ja aus prähistorischen Vorzeiten das irgendwie geschafft, bis hierhin zu kommen, aber es wäre doch jetzt nicht schön, wenn jetzt ausgerechnet die Existenz dieser Gattung bei Schmidt in der Wohnung endet, nachdem die so viel geschafft haben. Aus der Kreidezeit hierher und dann endet es hier bei... So, das heißt, wir gucken jetzt mal in Schmittis Wohnung, ob der das Sorgerecht für seine ganzen Leguane, Schlangen und Echsen behalten darf. Und erst dann beginnt ja, die große Bootsfahrt. Ja, oder? Aber jetzt höre ich auf ihn. Jetzt weil heute ist schon auch noch Summer Breeze und du kannst auch ruhig nochmal die Zuhörer begrüßen, ja. Ich, bevor wir klingeln hier ja, okay. Bei Schmitti. Also herzlich willkommen zu Baywatch Berlin Summer Breeze. Wir sind, normal gelaunt. Und sind gezwungen worden von Thomas ja. Schmidt, wie man vielleicht mitbekommen hat, es gab ja im Internet kaum ein anderes Thema, ja. Dass wir auf dieses auf sein Schlauchboot da sollen. Und dann wollte er unbedingt eine Folge machen vom Schlauchboot. Ja, sein größter Traum. Sein allergrößter Traum. Und also haben wir kurze Hosen angezogen. Ja. Du hast so eine Art, ja, das ist so ein ganz schönes, eigentlich Hawaii-Hemd, würde man fast sagen. Ja. Aus der Sammlung Jürgen von der Lippe, 1990 bis 94, mit so ganz schönen Blumenmotiven drauf. Ja, genau. Und ich habe eine Badehose an und Sneakers aus der Kai Pflaume Vintage Kollektion. Ja. Ja, so. Und so bin ich jetzt drauf. Alles, was ich am Mann habe, habe ich in der Hosentasche von meiner Badehose. Mehr habe ich nicht dabei. Na, ich habe hier vier Tüten. Ich habe nur Sachen gekauft, die Schmitti wahnsinnig wütend machen werden. Heute über diesen gesamten Bootsausflug. Ich habe auch extra Birkenstocks angezogen, damit er meine nackten Füße genießen kann. Und diese Füße haben mich schon wütend gemacht. Werde ich ihn so ab und zu so zärtlich in die Seite stuken. Also ich habe mir einiges vorbereitet, damit da nicht so viel gute Laune entsteht. Also ganz ehrlich, das mit den Birkenstock-Dingern, das hättest du mir mal vorher sagen sollen, weil dann bringst du mich auch gegen dich auf. Nee, aber ich kitzel dir auch mal das Näschen da später. Aber dazu später mehr. Eine richtige Frechheit, dass du aussiehst wie so ein Religionslehrer an einem heißen Wochenende. Man, die quietschen auch schon ein bisschen, weil ich natürlich ein bisschen auch geschwitzt habe vor Aufregung an den Füßen. So, jetzt klingeln wir mal, oder? Ja. Ja. Aber wie machen wir das jetzt, dass der die Tür aufmacht? Da müssen wir irgendwas, irgendeine Lüge ausdenken. Ja, warte, ich mach mal. Der hat hier eine Kamera. Wir müssen auch ehrlich aussehen beim Lügen. Hallo? Hier ist die Polizei, bitte einmal aufmachen. Wir treffen uns in der Tiefgarage. Kommt einfach außen rum, ich komm runter, ich mach euch auf. Hier ist die Polizei, du Ficker. Mach mal bitte auf. Ich muss kurz, wir müssen einmal kurz rein. Ich habe ganz schwere Tüten hier und hallo Schmidti, guten Morgen. Und ich muss auch echt mal aufs Klo. Komm, jetzt lassen wir schnell rein hier mit den Tüten hier eben. Auch hier das ganze, so die ganze Technik schon wieder, muss hier rein. Der hat schon wieder aufgelegt. Ja, warte mal, ich klingel nochmal. Halli, hallo. Hallo, guten Morgen. Jakob, der muss mal eben auf Toilette und der hat diese ganzen Tüten hier. Und hier auch wegen der Technik, hier bei Christian mit der Technik. Können wir eben kurz einmal, weil Christian muss die Technik einmal abstellen. Wirklich. Komm, geh mal rein. Ganz viel Technik, lass mal rein hier in die gute Stube. Christian muss die Technik einmal abstellen. Eine Minute. Geh pissen? Technik. Guten Morgen, hallo. Guten Morgen. Geh pissen ist aber keine Grußformel, ne? Das weißt du schon, Schmidt. Nee, das heißt, guten Morgen, geh pissen. Guten Morgen, geh pissen. So, willst du Jakob, uns mal rumführen, kurz jetzt, bevor ich pisse, einmal, damit wir wissen, wo die Toilette ist und wo genau. Wir hier... Was wir hast hier du für Schuhe an, Jakob? Boah, hab ich mich jetzt erschrocken. Was ist denn? Alter, boah, das... Alter, was ist da? Ja, hast du nicht gesehen? Die Python? Nee, hier ist gerade so ein Chamäleon hier in das Zimmer hier reingeschlüpft. Alter, sowas habe ich noch nie gesehen. Guck mal, der hat die Farbe von den Kacheln hier angenommen. Das ist ja Wahnsinn. Ist ja irre. Den sieht man ja gar nicht. Das ist gar nichts. Guck mal, was passiert, wenn ich den jetzt hier auf das Handtuch setze? Guck mal, wenn ich den jetzt nehme, kann man den einfach so anfassen?
Beißt der? Wenn ich den jetzt nehme und auf das... Guck mal, der nimmt die Hand, nein, der hat jetzt Punkte auf dem Rücken, wie das Handtuch. Also man muss ja eben einfach mal beschreiben, es sieht hier aus wie bei 7, ne? Es sieht nicht es aus wie bei 7. Decken, Jakob. Alte Zeitung, es riecht nach Verwesung. Sag mal, diese Flaschen, hast du da reingepisst? Oder Leute, komm, Jakob, jetzt sag mal ehrlich. Es sieht hier überhaupt nicht schlimm aus, die Wohnung ist tiptop. Oh, ist das ein Leguan? Nee, ist der das da nicht, vorne? Es ist kein Leguan. Was ist denn? Das ist eine Katze. Einfach eine Katze. Okay. Und was ist da in diesem ganz großen Terrarium, was so 2 Meter mal 4 Meter ist? Ich habe euren Gag kapiert. Ihr könnt damit aufhören. Guck mal, warum nervt er mich nach 2 Minuten? Die liebe ich. Die sehen nämlich, weißt du, was deren Verteidigungsstrategie ist von diesen Viechern hier? Die tun so, als wären sie Blätter. Aber wenn man genau hinguckt, sind das so wie so eine Art, was sind das, so Stabheuschrecken oder irgendwie so. Ah ja, wie diese Stöcker, ja. Das ist eine Espressomaschine. Das ist eine niegelnagelneue Espressomaschine. Sag mal, und warum hast du so lange Fingernägel? Zeig hier doch mal, wo du die gefrorenen Mäuse hast. Zeig mal die Mäuse. Wir gucken einmal deine Mäuse an. Ist hier so eine Maus drin? Ist da eine Maus drin? Jakob, jetzt sag mal, das hören auch meine Eltern, die holen mich ab. Die setzen sich ins Auto und holen mich ab. Entschuldigung. Dass die hier alle frei rumlaufen dürfen. Schreckhaft, was diesen Chamäleon angeht. Guck mal, wie süß, der spielt mit einem Ball. Wie hast du den denn dazu gebracht, dass der Ich muss sagen, es riecht auch nur ganz leicht nach Kot. Also ne, für so viele Tiere in so kleinem Raum riecht es angenehm wenig nach Kot. Liebe Zuhörerinnen, hier riecht es nicht nach Kot. Hier sind keine Flaschen, in die ich reingepisst habe. Hast du Angst um deine Werbeverträge, Schmitty? Na, wieso, der Dixi-Werbevertrag, der bleibt. Da kann es hier so nach Kot riechen, wie man will. Ihr wolltet aufs Klo und dann wollen wir jetzt Boots fahren. Nee, ich will gar nicht aufs Klo. Stichwort Kot, hattest du irgendwas vor? Nein, ich wollte nur hier rein. Gibst du zu, dass ihr mich einfach nerven wollt? Ja, wollen dich nerven. Was hast du für Schuhe an? Ich habe hier Birkis an. Warum? Ja, weil du so Füße so gern magst. Oh, und später kitzle ich dich damit so ein bisschen im Boot. Du siehst Im Boot muss man ja, weil Schmittis Boot ist ja sehr klein, ne? Da muss man eng auf eng liegen und da freut er sich ja schon seit Wochen drauf, ne? Da will ich mal wissen, wie du dich da freust. Geht das jetzt so einen ganzen Tag weiter? Geht das doch mal? Ja, ich habe nur Sachen mit, die dich wütend machen. Nee, wollen wir jetzt mal ein bisschen, ist das ein Freundschaftsausflug, der uns alle Freude bereitet und irgendwie so ein bisschen Urlaub für einen Vormittag? Darf oder wollt ihr mich sagen, jetzt nerven, 3 Stunden? Thomas, darf ich mal eine Sache sagen? Du hast es ein bisschen heraufbeschworen. Du hast hier mit einer Impertinenz und mit dieser, ich weiß auch nicht, mit dieser Fußballtrainer-Mentalität, also der so eine Kindergruppe trainiert und wir haben ein strammes meinst, Programm, so, hat er geschrieben. Ein strammes Programm hätten wir und so. Und so hast du uns hier provoziert die ganze Zeit. Und wir provozieren halt dann auch. So, und so entstehen immer Streits, dass einer anfängt und der andere weitermacht. Da kannst du uns doch jetzt nicht den Vorwurf machen. Das ist eine ganz normale Dynamik eines jeden Streits, ist, dass einer anfängt und dann der andere sagt, ja, dann mache ich weiter. Und dann ist der Streit da. Wir haben uns irgendwann zusammengetan, weil wir einen positiven Podcast haben wollen. Wir wollten irgendwie unsere Freundschaft feiern. Und das über mehrere Folgen. Und dann fängst du an mit dieser... Nee, jetzt kommt ihr rein. Ich wusste ganz genau, warum ich euch hier nicht reinlasse. Hier von wegen Terrarium, alles zugeschissen und zugekackt. Das ist euer Gag. Und den zieht ihr diese Pointe, zieht ihr die ersten 10 Minuten des Podcasts. Ja, wer soll das hören? Boah, guck mal. Ah, okay, alles klar. Nee, lass es. Nix ist da. Da ist nix. Da ist ein Menschenkopf. Die Katze hat gerade eine lebendige Maus wieder hochgewirkt. Das sah einfach spektakulär aus. Ja, das muss man ja berichten. Ja. So, wollen wir. Also, Schmitty, ich habe ganz viele Tüten bei mit ganz vielen Sachen, die dich massiv wütend machen jetzt im Verlauf der nächsten 3 Stunden. Oder wie lange dauert der Käse hier? Ja. Hinterfrag dich doch mal, warum hast du Tüten dabei, die mich wütend machen? Weil da sind Sachen drin, die ich persönlich lecker finde, die aber extrem überteuert sind und du persönlich dich ärgern. Was ist das? Was soll das? Klaas hat ein thermometerartiges Gerät rausgeholt und drückt das auf Schmittis Oberarm. Ah, das tut weh, was soll denn das? Das ist gegen Mückenstiche. Ich habe keinen Mückenstich. Ja, sei froh. Aber man kann auch prophylaktisch den ganzen Körper damit erstmal bearbeiten und dann kriegt man da auch keinen Mückenstich. Das ist. Das tut sau weh, was ist das? Das heißt By the Way. Ja. Und By the Way ist das auch ein ziemlich gutes Gerät, weil da macht man. Konzentrierte Hitze auf diese kleine Keramikfläche hier vorne, und dann hat man 51 Grad und damit kann man praktisch so jucken von Mückenstichen, kann man damit wegbrennen. Und wenn man jetzt keinen Mückenstich hat, was hat das dann für einen Effekt? Dass es sehr heiß ist. Also es tut weh einfach sehr, sehr doll. Genau, ich kann das mal einmal hier mal zeigen, wie das hier ist. Ah, du drückst das auch so doll ran an meine Haut. Jetzt, du hattest gerade 3 Sekunden, du kriegst jetzt 5. Das ist praktisch. Ah! Hör auf! Oh! Und das sind nicht 5. Oh! Ist alles rot jetzt. Ja.
Ich glaube, wir müssen ablegen, Leute. Ja, jetzt sag doch mal, was müssen wir jetzt aufpassen? Also, wir schleichen uns jetzt in den Keller. Ich erzähle euch, warum wir schleichen. Ich schäme mich vor euch. Ich sag's ganz offen. Ich bin hier vor neu uns in oder vor deinen Nachbarn? Nee, ich bin hier neu in der Nachbarschaft und ich bin jetzt nicht... Das ist doch cool für die, dass du das kennst. Nee, ist nicht cool. Du hast hier mal deinen Podcast Red Pack hier. Du kannst eigentlich überall klingeln und uns mal vorstellen, ganz stolz. Ja, was macht das Arschloch von der Jungen Union, werden die mich fragen. Was macht das in unserem Treppenhaus? Und Klaas, du mit deinem sehr provozierend offenen Hemd, deinem Hawaii-Hemd. Na. Ich weiß nicht. Also es wäre mir lieb, wenn wir da stillschweigend durchs Treppenhaus gehen, also in den Keller, und da holen wir den Bollerwagen, da ist der Motor und die Autobatterie drin, gehen dann in die Tiefgarage und bauen das Boot auf, dann tragen wir das zum Wasser und dann ist Fun. Wo kann ich mich denn jetzt erstmal eincremen? Im Boot. Im Boot? Aber nee, das muss eine halbe Stunde einwirken, das weißt du, Schmitty. Du cremst dich jetzt. Eine halbe Stunde einwirken. Kannst du sagen. Es ist so. Na, ja, da muss ich eincremen, Muss ich mich wirklich eincremen. Gibt es hier ein Eincremezimmer? Weil bei Klaas gibt es ein Eincremezimmer immer. Da gehe ich immer rein. Als erstes so, moin Klaas, ich kurz Eincremezimmer. Es gibt kein Eincremezimmer. Wir müssen jetzt los. Das ist wirklich, wir verplaudern uns hier. Ne? Ist das eine Kaffeemaschine? Ja. Willst du uns dann noch schnell so einen kleinen... Nee. Guck mal, die Technikleute, die für den Ton, die können schon mal das Boot... Also, ihr geht jetzt mal runter in die Garage, ist eins tiefer, ne? Ja. Ihr baut schon mal auf... Und wir machen auch nochmal eine Besprechung überhaupt. Nee. Wo fahren wir hin? Nochmal alle Karten durchgehen, Kompass eineichen und so. Ich habe da einen Plan. Wir gehen aufs Boot und dann fahren wir rum. Und mehr ist es nicht. Mehr ist es nicht, weil es geht um uns. Es geht um uns drei. Dass es kein Meer ist, habe ich auch schon gesehen. Ach, komm jetzt. Stimmt, wir haben noch gar nicht gesagt, wo wir hier sind in Berlin. Kann man das so ungefähr sagen? Also, dass das da vorne die Spree ist zum Beispiel. Also, guck mal. Das Wasser, was wir hier sehen, auf das wir dann gleich mit unserem Schlauchboot gehen, das ist ungefähr so das hat so viel Hawaii-Feeling, wie so eine große Fitze, durch die man mit dem Auto nicht durchfahren darf, weil dann die Leute, die an der Ampel warten, nass werden. So viel karibisches Flair verbreitet dieses Gewässer auch hier. Und da stechen wir gleich in See, Schmitty, auf der Spree. Ihr kriegt wieder Zuschriften, wie ihr mit mir umgeht. Und völlig zu Recht. Wir wollen ja auch gar nicht so mit dir umgehen. Das ist, weiß ich auch nicht. Na, nun lass mal jetzt. Also jetzt mal ernsthaft. Wir gehen jetzt leise in den Keller und holen da den Bollerwagen raus. Das würde dir aber schon was bringen, wenn die Leute wissen, dass du Prominente kennst. Das bringt mir nichts. Ich bin ziemlicher Star in Deutschland. Ja. Mich kennen eine Menge Leute. Wollen wir bei deinen Nachbarn klingen und einmal sagen, hier Klaas auf der Umlauf ist ich im Haus? Ich würde mich bereit dafür erklären. Das ist mir unangenehm, weil ich natürlich ein zurückhaltender, dezenter Typ bin und ich will mit meiner Prominenz nicht hausieren gehen. Ich würde es für dich aber machen. Im wahrsten Sinne des Wortes hausieren gehen mit meiner Prominenz. Das ist besser als so eine Flasche Wein. So komm, wir klingen mal bei einem Klingen. Nee, das machen wir jetzt mal nicht. Immer zu einem Klingen und sagen, dass ich da bin. Du gehst nicht raus. Einmal nur. Wir klingeln hier nirgends. Da ist so eine Else, die macht da... Nein, wir brauchen da nicht klingeln. Das ist hier nicht die Zielgruppe. Wir müssen doch uns mal vorstellen, bevor wir hier aufs Wasser gehen. Die finden sich geil, dass du dir einen Donut in die Stirn gespritzt hast. Die sagen nicht, Mensch, dass wir den mal kennenlernen. Die macht vorne gerade den Rhododendron. Ja, genau, die sprechen wir jetzt mal nicht an. Nur einmal sagen, dass ich Klaas Höfer Umlauf bin, da sieht die ja vielleicht... Ich sag ihr, wenn ihr weg seid, dann sag ich dir... Ach, guck mal, da sind halt Leute. Das ist für die ist das richtig überraschend, dass ich heute hier bin. Ja, verstehst du? Das ist für Leute ein Erlebnis. Die machen bei der Sparkasse machen die ein Gewinnspiel mit, damit die einmal kurz mal mit mir im Eiskaffee. Das musst du später mal erzählen, Piccolino und Bananasplit machen. Wie du immer mit den Sparkassenleuten nach London fährst. Oh, das war toll. Kann man das erzählen? Mach ich nicht mehr. Habe ich aufgegeben. Also, leise. Achso, ich habe mein Bier vergessen. Wie Bier? Hast du mal auf die Uhr geguckt? Es ist 10 Uhr. Ja, aber es ist halt die Bootsfahrt. Ihr habt den Termin angesetzt. Na, Schmidt, wenn man hier... Alter, ich muss alles mitnehmen, auf morgens früh um 9. Wenn ihr da unbedingt irgendwie Boots fahren wollt, dann müsst ihr auch damit klarkommen, dass wir jetzt ein Bier trinken. Schmidt, wenn du dir hier morgens immer schon die Biere reindübelst hier, dann ist ja auch kein Wunder, dass dir nicht mehr auffällt, wenn was für ein Zustand die Wohnung mittlerweile... Lass gehen und bin leise. Ja. Hast du denn für uns alle eine Molle dabei? Ja. Ja, wird... Schmidti hat so einen Abenteurer-Rucksack. Hallo, ich bin Klaas Höfer Umlauf aus dem Fernsehen. Hallo. Klaas. Jetzt hör raus. Ich bin Prominenter und ich mache Selfies. Hast du einen Schlüssel bei, Schmidti? Hast du einen Schlüssel? Ich kann bei Ihnen zu Hause die Wohnung einsegnen. Es ist wirklich ein Ehls. Komm, Klaas. Wo musst du denn jetzt lang? Wo musst du denn lang? Hier lang. Okay. Hallo. Nee. Hallo, ich bin Klaas. Hallo. Ich bin von Joko und Klaas. Hallo. Im besten Fall kennen sie euch nicht. Hä? Im besten Fall kennen sie dich nicht. Ja. Bin von 17 Meter. So, also hier müssen wir jetzt mal das herausholen. Ja. Oh,
Es gibt zwei Etappen, vor denen habe ich Angst. Also einmal jetzt hier die Bootsvorbereitung, die Schmidti so am Herzen liegt. Mhm. Dass man sein Boot zusammenbauen muss, ja. Das gibt es aber, sagen wir mal, in Cannes auch nicht so oft. Nee. Monte Carlo nie gesehen. In Monte Carlo muss man seine Boote nicht erst selber zusammenbauen, bevor man losfahren kann. Ne? So, wir sind jetzt hier an einem Keller, an einer Kellertür. Die ist mit einem Vorhängeschloss gesichert. Ja. Das hat Schmidti jetzt aufgemacht und vor uns zeigen sich weitere Terrarien, aber auch ein roter Bollerwagen. Keine Terrarien hier. Ist ein roter Bollerwagen mit so Bootskrempel. Ja, nee, ist nicht Bootskrempel, das ist unser Boot. Wie? Das ist doch das Zubehör vom Boot wahrscheinlich. Das genau, ist die Plane vom Boot. Nee, das ist der Motor, das sind die Paddel. Und aber wo ist denn die, sag ich mal, Bootsfläche? Die, ja, die Fläche des Bootes, wo wir... Das Boot an sich. Das Boot an sich, der Bootskörper. Naja, der ist hier, also... Das ist diese Plane. Das ist diese Plane hier im Grunde. Und die wird aufgepumpt und also es ist ein Schlauchboot. Muss ich dir eine Zeichnung machen, was das ist, oder? Ich hatte jetzt nur gedacht, dass es schon auch irgendwo imposanter vielleicht aussieht. Ja, wenn es aufgeblasen ist, ist das richtig. Es sieht jetzt aus wie eine LKW-Plane. Das will ich mal sehen, du. Das ist hier im Billionaires Club auf Sardinien. Dann heißt, wir machen jetzt einen Bootsausflug und dann sagt Flavio Briatore, komm Leute, wir müssen erstmal das Boot aufbauen. Ja, ja. Es hat niemand behauptet, dass das hier ein Milliardärsclub ist. Und was ist das, die Alarmanlage vom Keller, diese Batterie? Ja, Batterie, richtig. Das ist die Autobatterie. Die kommt an den Motor dran und dann tuckern wir damit rum. Wir werden alle sterben. Darf nur kein Wasser ran. Das wäre blöd. Was passiert dann? Das ist blöd. Wie, also wie blöd? Ja, dann nützt auch das Gerät gegen die Insektenstiche nichts mehr da von Klaas. Mhm. Also ich würde halt einfach gern, also ich habe eigentlich nur einen Wunsch für den heutigen Tag, dass wir morgen nicht auf der BZ stehen. Also. Wer trägt die Autobatterie? Ja, der fragt, ne? Ja. Ich habe jetzt hier das Mikrofon von Schmidt bekommen. Weil ich habe jetzt hier auch die ganzen Tüten hier schon, das ganze Geraffel, was für später auch noch dann wichtig ist. Was hast du denn da wirklich alles dabei? Das zeige ich euch später. Ja. Ich sehe schon, eine Sache schimmert schon durch, die Schmidt extrem aggressiv macht. Ja. Ja. Aber dich glaube ich leider auch. Also ich glaube, ihr hasst mich nach einem Bootsausflug beide. Macht ihr mal Platz für die Yacht? Ja. Wollen wir mal einmal... Wollen wir alle hier mit anpacken? Hier ganz alle vom Team hier mal. Nicht immer nur Ton. Auch mal hier mit den Muskeln. Bisschen arbeiten. Du brauchst doch mal. Oh, also ich sehe mich irgendwie ein bisschen in der Pflicht zu beschreiben, was hier vor sich geht. Dieser rote Bollerwagen aus dem Baumarkt, der wird jetzt hier bestückt mit einer etwa bierkastengroßen Autobatterie. Dann sieht man sowas wie einen Außenbordmotorstrang. Und Schmidti wurschtelt hier noch einige Utensilien aus seiner Garage, also aus seinem Keller. Und jetzt schieben wir vermutlich diesen Wagen ans Wasser, oder wie? Nee, den Wagen schieben wir jetzt in die Garage. Dort können wir das Boot aufblasen und das Boot wird dann zum Wasser getragen. Was wiegt so ein Boot? Ja, wir müssen da schon alle Mann ran. Mhm. Das sind meine ganzen RBB-Service-Fragen. Weißt du, so auch so ein bisschen, so ein bisschen auch so ein Service-Charakter. Seit wann, wie gehe ich das an und so, wenn ich das selber mache? Seit wann machen Sie das mit dem Boot? Genau. Sehr gut. Klasse, unterstütz mich. Seit wann sind Sie hier auf der Spree als Capitano Dilettante bekannt? Ich habe den Verdacht, ihr wollt hier so lange rumlabern, dass ihr dann sagt, oh, die Stunde ist vollgesappelt, jetzt gehen wir wieder heim. Leider, das Problem leider. Ist nämlich so ein bisschen die sogenannte Termindruck. Und jetzt auch nicht unendlich viel Zeit heute. Leider. Dann kommt mal hier durch. Gott, ey, diese Schuhe, die sind so hässlich, Jakob. Das sind richtig, das ist jetzt in, Klausi. Ich weiß gar nicht, das ist nicht, das nicht bekannt ist. Das sind schwarz glänzende Birkenstocks aus Plastik. Die sind nämlich auch fürs Wasser gedacht. Alleine deine die Formulierung, das was in sei, das zeigt schon, dass du überhaupt komplett abgehängt bist von der aktuellen Generation. Es ist nichts mehr in und out. Wie sagt man denn? Weiß ich doch nicht, keine Ahnung, aber auf jeden Fall nicht mehr in und out. Nee, sagen wir nicht, ist in? Nee. Das ist gerade so schick. Sagen wir schick? Man sagt auch nicht mehr, dass das richtig prima Schuhe sind zum Beispiel. Die sind ja ganz bequem. Gott, so. Oh Gott. Okay. Also jetzt müssen wir mal weniger reden und mehr aufbauen. Weil ich jetzt überlege, ob ich doch noch mal oben noch mal kurz auf die Toilette.
Jetzt einfach nur für ein halbes Stündchen nochmal kurz. Man denkt jetzt, das wäre so ein Gag, ne? Aber weißt du, da kommen wir wieder zu unserem Duell um die Weltreise. Das war immer genau so. Das war immer genau so. Er hat gesagt so, ah, ja, ja, jetzt den Laster da ausladen. Mm, ah, ich muss mir auch nochmal. Also, ich guck schon mal, dann, ich guck schon mal im Hotel. Nee, weil was, so, will ich viel kleinere und billigere Taschenspielertricks, wenn dann, so, und dann hatten wir irgendwie den Wagen vom Hotel oder so, der uns dann zum Flughafen gefahren hat und der muss dann ja mal schnell ausgeladen werden, dann wird das alles ja. Also auf so Wagen geladen, auf so Gepäckwagen und dann ist, sagen wir mal, die Anstrengung erstmal wieder vorbei. Das heißt, eine sehr kurze Zeit, wo man 8 schwere Taschen auf Wagen. Die sind sehr schwer und sperrig. Exakt. Das heißt, es ist eine kurze Zeit mit sehr großer Anstrengung und da hast du es tatsächlich geschafft, dir 4 Minuten die Schuhe zuzumachen. Mhm. Genau in dem Moment. Naja, aber da sieht man wieder, wie so die unterschiedlichen Perspektiven sind. Es ist ja eine Sache ganz wichtig, das weiß man, wenn man schwer anhebt, dann braucht man einen ganz sicheren Stand. Und wenn dann sowas passiert, dass ich dann so ganz unglücklich aus dem Schuh rutsche. Und auf die Kamera fällt. Dann ist das Geschrei natürlich auch groß. Also euch kann man es nicht recht machen. So, wollen wir es jetzt aufpusten? Ja. Schmidt, wann können wir los jetzt endlich? Guck mal, du stehst hier rum, machst die Instagram-Scheiße. Jetzt plötzlich wirst du zum Instagram-Fan, ne? Mach deine Storys, wenn du zu Hause bist, und jetzt müssen wir das Boot aufbauen. Da wären wir nämlich schon längst im Wasser. Du bist wie so ein Papa, ey. Mach deine Storys, wenn du zu Hause bist. Hier steht noch rum. Nein, wir müssen auch das alles ein bisschen anleiten. Wir sind doch nicht vom Ruderclub Friedrichshain. Wir müssen das hier medial aufbereiten. Das ist unsere erste Aufgabe. Was ist denn jetzt die mediale Aufbereitung hier? Ihr du bist hier nur das der Pumpen-Johnny. Ich bin nicht der Pumpen-Johnny. Schimpfen, das kann er, ne? Schimpfen und auch aufpumpen kann er auch. Also aufpumpen und schimpfen. Oh, jetzt geht's wieder los. Leute, ich kann es nicht fassen. Könnt ihr mal helfen, statt mit deinen scheißen Latschen, die haben wir jetzt genug besprochen. Warum mache ich das jetzt allein? Ja, du bist aber auch ein ganz schlechter Anleiter, finde ich. Wir stehen hier richtig planlos rum, wollen hier anpacken und wissen ja gar nicht, wo wir jetzt zuerst hier Nüppel da rein. Wir brauchen noch so einen Sitz für dich, der ist da vorne im Bollerwagen. Ein Sitz für mich? Klingt irgendwie speziell, ne? Der Sitz von Jakob muss noch rein und sein Helm. Kriegst du auch manchmal, so, als wenn man im Flugzeug einen Extragurt kriegt. Ja. Thomas, darf ich dich mal was fragen? Sehe ich das richtig, dass wir unsere Sitze auch aufblasen müssen? Ja, das siehst du. Warum denn das? Wo sollen die denn herkommen? Soll ich die aus dem Auto ziehen? Was natürlich bedeutet. Man kann ja doch einen Stuhl da reinmachen. Muss man jetzt die Sitze auch noch aufblasen? Weil muss man denn noch alles aufblasen? Die Bierflaschen müssen wir nicht auch noch aufpumpen? Oh Leute, es ist schlimmer, als ich erwartet hätte. Und das ist eine Kunst. Aber seit wann muss man denn da Sitze aufpumpen? Das ist ja ganz ungewöhnlich. Ich habe heute Nacht schlecht geträumt, weil ich gedacht habe, was heute passieren kann. Ihr kommt steht rein, da nicht mit dem Lärm da. Bitte? Ja, dann mach's doch aus, dann nehmen wir jetzt halt nicht auf. Den ganzen Tag. Wir machen jetzt was. Wir nehmen jetzt nicht auf. Der Podcast hat jetzt Pause, dein Instagram hat Pause. Nimm das scheiß Mikro aus. Hier ist eine Stimmung und geil. Richtig geil. Alles immer ins Lächerliche ziehen. Nicht Schmidt, einfach mal mit. Dein Aufpustauto. Sag mal, deine Wohnung noch fertig aufpusten. Schmidti, wir müssen noch deine Hose aufpusten. Aufpust, Schmidti. Pustet alles auf. Mal deine Katzen, ne? Sind die aufgepustet? Wir wollen einen Podcast machen. Wir müssen noch Schmidti aufpusten. Das wissen Sie nicht, liebe ZuhörerInnen. Der Schmidti ist auch noch aufgepustet. Hier unten hat er sein Benzin. Ja, das weiß er aber gut zu verstecken. In der neuesten Version von Aufpust Schmidti ist übrigens noch ein USB-Anschluss unterm Arm. Kann man bei dir das Handy laden? Wenn du bist ja schon sehr geladen, sag ich mal. Kann man da nicht noch ein Handy dranhängen, wenn du eh schon so geladen bist? Normale Freunde würden jetzt sagen, ey Alter, das Boot ist ja größer als ich gedacht hätte, das ist ja ein richtig geiles Boot. Und geil, dass du uns jetzt noch Sitze aufbläst, das ist ja richtig Luxus auf dem Wasser. Nicht so schnell, ich kann mir das nicht merken, was wir jetzt sagen. Oh, die 15 Sekunden. Werbung. In dieser Woche möchten wir euch wieder bekannt machen, falls ihr es nicht schon längst seid, mit einer App, die nicht nur sehr nützlich ist, sondern die auch noch Spaß macht. Es ist Bubble.com. Es ist eine Sprachlern-App und mit der kann man ganz easy so im Alltag eingepflegt Sprachen lernen. Und zwar ohne jetzt großen Aufwand oder so, wie man das aus der Schule kennt. Also da muss man jetzt keine Vokabeln pauken und Frontalunterricht machen mit irgendeinem Risikopatient vorne an der Tafel, sondern
Ganz easy mit der eigenen App. 5 oder 10 oder 15 Minuten Zeit am Tag reichen schon, um seine Sprachlernqualitäten zu verbessern und weiterzuentwickeln. Da gibt es über 14 verschiedene Sprachen und da kann man echte Dialoge so richtig sprechen, statt jetzt so einzelne Wörter oder Sätze. Und es gibt sogar eine Spracherkennungsfunktion. Wusstet ihr das? Ja, das weiß ich. Und da, diese Funktion, die ist dazu da, wirklich zu testen, ob die Aussprache auch richtig gut ist. Da wird man nämlich verbessert. Und das Ganze Deutsche ist sehr wichtig. Ja, richtig. Und das Ganze ist so mobil, dass wir sogar hier auf diesem Boot jetzt jeder eine Stunde eine Sprache unserer Wahl üben könnten. Wisst ihr zum Beispiel, was Boot auf Französisch heißt? Ich weiß es schon. Dank Babbel. Bateau. Nous sommes dans un bateau. Oder une bateau. Das müssen wir mal nachgucken. Muss aber die Spracherkennung hier weiter. C'est un petit helfen. Bateau. C'est un petit bateau. C'est bateau et très belle. No, très chic. C'est un bateau merde. Non, non, non. C'est alors. Non. J'ai un gros bateau. J'aime bien l'app du Babbel. Ah oui, oui. Ah, oui, oui. Tel Aviv. Sehr schön. Also ihr seht, es geht. Sogar wir drei kriegen das noch in unsere Saftköppe hier mit Anfang 50. Also kriegt ihr das auch hin. Ihr seid ja in der Regel jünger und lernbereiter. Es geht sogar, wenn man gerade Bier getrunken hat. Ja, kann man trotzdem, es funktioniert. Kann man trotzdem ihr lernen. Ich kenne euch doch. Ihr lauft doch wie ein Schwamm durch euer Leben und saugt alles auf wie Nummer 5. Und dafür ist das die richtige App hier. Babbel.com, so heißt das Ganze. Babbel.com Audio. Da gibt es also Infos. Und ihr könnt einen Code einlösen, nämlich diesen hier. Für Baywatch Berlin-Hörer ein extra Speakeasy. Das ist der Code. Und da gibt es 6 Monate Babbel-Abo für den Preis von 3 Monaten. Und das nix ist. Ja, das ist was. Alle Infos auch in der Shownote. So ist es. Werbung Ende. So, liebe ZuhörerInnen, damit Ihnen auch hier nichts entgeht, dieser Tour voller Highlights. Wir haben jetzt Schmittis Pusteboot auf einen sehr winzig kleinen Bollerwagen geladen. Und jetzt müssen das hier 4 ausgewachsene Herren durch eine Tiefgarage schieben. Und gleich über die Straße, ne? Jetzt müssen wir kurz über die Straße, so 100 Meter, und dann laufen wir ins Wasser. Es wird jetzt ein bisschen peinlich. Wenn die Polizei kommt, bleiben wir einfach stehen und bewegen uns nicht. Wo müssen wir denn jetzt hin? Ist das Wasser nicht in einer anderen Richtung? Ja, jetzt müssen wir hier, wie gesagt, wir müssen jetzt so 100 Meter über die Straße laufen mit dem Boot. Über die Straße? Ja. Mit einem Boot? Jetzt mach mal nicht so ein Aufsehen, ey. Wenn jetzt wirklich. Also ist das verboten hier oder was? Verboten? Naja, wir sind auf einer normalen Verkehrsstraße mit einem 5-Meter-Boot, ne? Ja, nee, aber. Hast du jetzt Angst, dass wir hier festgenommen werden, weil wir mit dem Boot über die Straße laufen? Wobei ja Boote eigentlich im Wasser. Wegen peinlich, ne? Festgenommen wegen peinlich, verhaftet wegen peinlich. Ja. Das ist eine sehr schöne Gegend hier. Parkartig, ne? Ja. Schöne Parkgegenden. Ja. Schöne Wiese. Ist sehr, sehr schön, ja. Und hier tragen Guten wir Tag, jetzt hallo. Ein herrliches Boot. Hallo. Über die Straße. Und Klaas, da kommt auch Urlaubsfeeling auf, oder? Ja. Guck mal, hier ist eine Kirche. Gehst du hier auch manchmal in die Kirche? Gehst du manchmal rüber und sagst du, ich gehe noch eben eine Runde joggen, dann mache ich noch 3 Ave Marias, 5-mal Rosenkranz. Bis gleich. Also ich werde heute das erste Mal dahin gehen, nachdem wir mit dieser Bootsfahrt fertig sind. Hast du dann mache ich den Rosenkranz. Hast du denn nicht eine kleine Fürbitte noch für uns da gestern abgesetzt? Nee. Oh, ist aber schön hier. Guck mal, hier ist auch ein Friedhof. Willst du dich hier auch beerdigen lassen? Hast du hier schon mal gefragt, ob das möglich ist? Und in welchem Terrarium, ist ja die Frage. Warte. Nee, ich bin ja gerade am Arbeiten jetzt hier. Jetzt mach doch mal ein Foto. Ja, na gut, ja okay. Ja, machen wir. Nein, aber gestern habe ich noch mich weggeschmissen, wie du den anderen mit den Ballons hochgejagt hast. Das kam mir fertig. So. Dankeschön. Bitteschön. Durch. Mach's gut, schönen Tag noch, ne? Ich habe da gerade diesen Friedhof da gesehen, da vorne, ne? Ja. Mhm. Deswegen jetzt mal meine Frage. Was seid ihr so für ein Typ? Also zum Beispiel meine Oma, der war es ganz wichtig, dass man sie verbrennt und dann irgendwo beerdigt. Die hat mir das, ihr halbes Leben hat sie mir erzählt, sie will bloß nicht, dass man weiß, wo sie genau liegt, also so das, was über ist, damit dann nicht noch einer sich verpflichtet fühlt, da 50 Jahre lang Stiefmütterchen hinzubringen. Ach, ist ja süß irgendwo. Ja, die hat gesagt, irgendwo, und das soll wirklich keiner wissen, das bleibt unter uns, wo genau ich bin. Und so, und ich habe immer gesagt, ja, ist ja gut, dann können wir jetzt aufhören, über deinen Tod zu reden. Und wie ist das bei euch? Wollt ihr prunkvoll, wollt ihr mit anderen zusammen, Gruft, Grab, anonym, Wasser, Erde, verbrannt werden oder vergammeln? Was ist euer Lieblings... Also mir ist das ehrlich gesagt so wirklich voll egal, was danach passiert. Das ist auch eine Typfrage, ne? Wenn es dir völlig egal ist, das ist ja auch eine Sache so. Aber ich fände es nett, wenn so ein paar Freunde mal vorbeischauen dann bei der Beerdigung und sagen, das war ja ein guter Typ und so die schlechten Eigenschaften alle weglassen. Ja. Mhm. Vielleicht kannst du auch eine Rede halten, denn das imponiert meiner Mutter dann, wenn ein Prominenter auf meiner Beerdigung redet. Achso, also du planst schon demnächst. Also ja, man weiß ja, wie was kommt. Ne?
Mir ist eigentlich nur wichtig, dass ich jetzt nicht heute in diesem Boot beerdigt werde. So, hier sind wir. Wir sind jetzt hier. Wir jetzt können wir es ins Wasser lassen hier. Ja, jetzt pass auf, Schmidt. Wir müssen jetzt nochmal die ZuhörerInnen da dazu holen. Hm. Was wird jetzt genau hier geschehen? Wir stehen jetzt etwa 5 Meter entfernt von der Spree. Ja. Und jetzt hatte ich mir vorgestellt, da gibt es vielleicht eine silberne Leiter, über die wir dann in das Boot hinabgleiten. Aber in Wirklichkeit stehen wir vor einem 20 Meter langen Frachtkahn. Ja. Und es ist ein etwa 1 Meter Spalt. Genau. Da werfen wir das Boot runter und dann müssen wir hinterher springen. Und man muss aber aufpassen, weil es ist ein Schlauchboot, ein Pusteboot, wie er sagt, eine Pustejacht, dass wir nicht gleich im Wasser liegen, wenn du reinspringst, Jakob. Was ist denn jetzt so schlau, in welcher Reihenfolge wir das Boot betreten? Weil das vielleicht ist für mich der neuralgische Punkt des Tages. Du, ja, erstmal du. Ja. War so aus charakterlichen Gründen. Nee, weil ich glaube, wenn du jetzt erstmal drin bist, dann... Ist schon mal einiges geschafft. Ja. dann kennt er es nicht mehr, wenn du drin bist. Ja. Ja. Und jetzt. Wo setze ich mich denn am besten? Das ist jetzt nicht irgendwo... In die Mitte. Also ich fühle mich jetzt nicht so... Nicht an Rand, nicht, ne? Nicht in den sogenannten Damensitz auf die Seite. Ich glaube, das geht schief. Ja. Komm, packen wir's. Also erst das Boot rein, dann die Autobatterie und der Motor. Den könnt ihr mir runterliefern. Ah, ich muss doch als erstes runter. Ich muss den Motor anschließen. Mutig, so. Mutig. Was? Und dann wir zwei Arschbomben, oder was? Nee, dann gehe ich wieder raus und dann kann Jakob probieren. Ja. Okay. Und es gibt jetzt nochmal wirklich, es gibt hier keine Leiter oder so, wo man jetzt so ganz easy einsteigt. Nee, es ist auch nicht so schlimm. Es sind 1,5 Meter, da muss man runter und gut ist. Mhm. Wie alt bist du, Jakob? Das geht wirklich niemandem was an, Schmidi. Das ist privat. Ich hatte auch so den Eindruck, es würde vielleicht der Kapitän und der Chefsteward, die würden vorne an so einer Art Tritt stehen. Ja, du weißt, dass auch, man so eine Art Hühnerleiter so hat. Und da würde oben würden die so stehen, würden einem vielleicht so eine Blumenkette umhängen und sagen, herzlich willkommen. Hier ist was Unalkoholisches für die Kinder mit Mango. Ja, gut geplant ist das von dir nicht hier alles. Sag mal, weil dann würden Klaas und ich noch sagen, was wir so für Probleme mit an Bord bringen. Dass Klaas dann nicht weiß, ob der eine Sohnemann wirklich von ihm ist oder ich weiß nicht, ob meine Schwiegermutter wirklich mir das Erbe überhaupt gibt. Ey, wenn du dich auf dem Boot verliebst, Jakob, was ist denn da los? Das wäre möglich. Wenn auf einmal so eine geheime Liebe auf dem Boot entsteht. Das kann auch passieren. Sag mal, wart ihr schon mal bei einem sogenannten Begrüßungscocktail? Ja. Ich frage mich immer, wer zum Begrüßungscocktail geht. Also man kriegt ja du warst noch nie in so Clubs, ne? Nee. Aber es gibt so Hotelanlagen, bessere Hotelanlagen oder Cluburlaube, ja, wo man dann so eine Note liegen hat vom Hoteldirektor persönlich auf seinem Tischchen. Ausgedruckt, ne, für alle. Und da steht dann, heute um 16 Uhr ist der Begrüßungsdrink, da kriegen Sie dann einen Drink umsonst und da werden Ihnen hier die Vorzüge der Hotelanlage mal näher gebracht. Und dann können Sie sich hier vorne im Eingangsbereich, im Lobby-Lounge-Bereich, freuen wir uns wahnsinnig, Sie begrüßen zu dürfen. Bei einem Willkommensdrink stimmen wir uns gemeinsam auf die herrliche Zeit hier bei uns ein. Nicht? Und dann denke ich jedes Mal, wer geht denn da hin? Dann ist man dann so sein Urlaubsoutfit und dann, dass man wartet, bis ein anderer einem praktisch den offiziellen Startschuss für den Urlaub gibt. Ja, finde ich voll okay. Hab ich nur nie bei der Preisklasse, in die ich mich einbuche. Gibt's sowas nicht. Da gibt's nicht mal Begrüßungsdrinks? Nee. Nee, da kann man froh sein, wenn der Schlüssel funktioniert. Ich bin da praktisch schon wieder drüber. Bei mir gibt es nicht mehr. Wurdest du mal beim Traumschiff angefragt, wie Joko? Oder warum durften nur Joko? Der wurde nicht angefragt, der hat sich da aufgedrängt. Ist das so? Ja, sicher. Also ich glaube nicht, dass der da angefragt wurde. Ich glaube, dass der da einfach genervt hat, bis sie ihn da genommen haben. Also ich denke nicht, dass der da klassisch angefragt wurde, weil man kommt jetzt nicht, als Caster würde man jetzt ja nicht die ganzen Schauspielagenturen durchgehen Deutschlands und wenn man damit fertig ist, sagt man, und jetzt buche ich Joko Winterscheid. Ja, aber vielleicht ist. Aber vielleicht haben die Macher vom Traumschiff auch so eine Ahnung, dass du vielleicht so ein Miesmuffel bist auf so einem Schiff. Ja, das kann echt sein. Bitte? Und ich sag mal, wenn dieser Podcast rauskommt, dann ist es eh passé. Ne? Also wenn, dann musst du den Silbereisen heute anrufen. Jetzt. Was du für einen Größenwahn hast. Als könntest du mit deinem Aufblasboot hier nach Bora Bora fahren. Das ist doch nicht die MS Deutschland hier, Kollege. Ja, aber da würde ich mich ja ganz anders verhalten. Du wärst auf dem Traumschiff besser gelaunt. Na sicher. Jeder wäre auf dem Traumschiff besser gelaunt. Und Joko war, ich weiß gar nicht, ob ich das erzählen darf, aber Joko war dann auf dem Traumschiff und da waren natürlich die anderen Stars auch. Also ja. Harald Schmidt war da, der war wohl sehr nett. Also im Rahmen von Harald Schmidt war der sehr nett. Mhm. Und Florian Silbereisen, der war wohl auch sehr nett. Das war gerade seine wilde Zeit. Ne? Nach Helene, auch interessant muss das gewesen sein. Und dann gab es abends Essen.
alle Schauspieler, auch alle Gaststars und alle permanente Besetzung saßen also unten da und wollten dann da essen und so. Und dann, alle zusammen so an so mehreren Tischen. Und dann wollte Joko sich auch dazusetzen. Und da war noch ein Platz frei und hat gesagt, so, jetzt bin ich ja auch hier mal so für einen Tag, drehe ich ja auch mal mit hier. Ist hier noch frei und setzte sich dann dahin neben... Die Älteren werden sich erinnern, Uschi Glas. Ja. Ach. Hautcreme-Königin Uschi Glas. Grand Dame des deutschen Films. Die Grand Dame des internationalen Kinos, München und so weiter. Auch Fakir Goethe auch dabei. Ja, ne? Ja, genau. Mutter, Schauspielerin, alles perfekt. Und hat dann zu Joko gesagt, er möge das Bild wieder aufstehen. Sie will das nicht, dass er da sitzt. Hat dann gesagt, bitte, können Sie sich mal woanders hinsetzen. Wer sind Sie eigentlich? Ja, so war das dann. Und Joko, ja, was machst du dann? Du sagst ja nicht irgendwie, ich bleib jetzt hier, so, mir doch egal, bitte die Vorspeise, bitte, sondern du musst. So hat dann, ja eure Karriere begonnen. Ja, klar. Ich bleib das, jetzt hier. Genau, dass einer bei der Reise nach Jerusalem nicht mehr aufhört zu spielen. Ja. Also, Joko ist zu asozial für Uschi Glas. Nehme ich an. Ach, das Werk von Joko Winterscheid ist nicht gut genug, um mit ihr am Tisch zu sitzen. Ja, und das wirklich von einer Frau, die Erfahrung hat mit jungen, wilden Männern. Ja. So, wir bringen jetzt das Boot ins Wasser. Ja. Ja? Vielleicht so ein kleiner Ausblick für die Zuhörer. Also jetzt, dieser ganze nervige Teil ist jetzt gleich vorbei, wenn wir im Boot sitzen. Richtig. Und dann werden wir uns auch bemühen, einen Podcast in gewohnter Qualität abzuliefern. Ne? So, also was machen wir jetzt? Wir schmeißen jetzt das... Achso, muss das noch irgendwer an einem Seil gehalten werden, das Boot? Oder schmeißen wir es wirklich jetzt einmal ins Wasser? So, eins, zwei. Halt, machen wir es richtig, Schmitty. Wir schmeißen jetzt ins Wasser. Naja, man kann es auch ablassen einfach. Und man muss nicht rein. Eins, hepp. Hat irgendjemand das Seil? Das sollte man nicht. Oh, das frage ich doch gerade. Ja, komm. Jetzt. So, eins, zwei, hepp. Vorsichtig. Warte, und jetzt, hepp. Das war ich sitze. Unsere Geräuschkunde. Das war die Sitz. Nee, das Boot ist jetzt im Wasser, ne? So. Noch eine Frage. Also auf so einer Yacht, da darf man nur barfuß rein, ne? Ja, hier auch. Das ist auch. So praktisch so eine Pflicht auf dem Boot. Der Klaas hat jetzt hier noch immer, der hat jetzt Turnschuhe an. Ja, wenn er die Socken anlässt. Weil der nimmt dein Boot gar nicht ernst. Hat irgendjemand das Seil in der Hand? Ich hab das Seil in der Hand. Mir ist jetzt schon zu warm. Sehr warm. Hm. 33 Grad heute. Ja, stimmt. Schmidt, nimm mal hier die schweren Tüten mit den ganzen die Sachen, die dich wütend machen sollen. An die Autobatterie schließe ich die an. Und mach dir ein bisschen LED. Sag mal, boah, ich dachte, lebensgefährlich. Ich dachte, da ist hier gerade was rausgesprungen. Da war zum Beispiel der Motor noch an. Jetzt ist die Schiffsschraube ist nämlich gerade angesprungen. Lebensgefährlich. Du musst hier ordentlich anwinkeln. Klaas, kannst du das ein bisschen für die RBB-Zuhörer so ein bisschen begleiten, dass falls die auch mal in Berlin und Brandenburg Wasserspaß erleben wollen, für einen kleinen, schmalen Taler. Ja. Wir befinden uns jetzt hier gerade an der Spree und naja, in diesem Jahr ist vieles anders. Corona hat vielen Leuten den Sommerurlaub, so wie sie ihn kennen und vielleicht sogar auch schon geplant haben, durchkreuzt. Dennoch gibt es auch vor der Haustür bei diesem herrlichen Wetter einige Möglichkeiten, sich zu erfrischen und Dinge zu erleben, die man vielleicht sogar in der eigenen Stadt noch nie erlebt hat. Sehen Sie sich Berlin, Ihr Zuhause, mal vom Wasser aus an und Sie werden feststellen, die Perspektive macht den Unterschied. Wir sind hier auf einem handelsüblichen Schlauchboot. Das gibt es zu kaufen für ungefähr 100 Euro. Und da kann man den ganzen Tag drauf verbringen. Also wären auch Sie Ihr eigener Kapitän. Und machen Sie sich einen schönen Tag auf dem Berliner Wasser. Denn wir haben hier in Berlin alles, was ihr wollt. Und jetzt hören wir hier Smoke on the Water. Bis gleich. Hat mir gut gefallen, ja. Ist das so? So ja, ich kriege sofort so Trauma-Flashbacks. Ist Schmitty eigentlich der Kapitän? Also wenn wir jetzt die Wasserpolizei uns anhält, wer ist dann offiziell verantwortlich? Also wenn wir jetzt ganz schnell zwei Bier trinken, ist er wohl der Kapitän. Das ist ein guter Plan. Ein sehr, sehr guter Plan. Und wir müssen super schnell jeder Schmitty, zwei Bier trinken. Es ging jetzt in deiner Abwesenheit gar nicht darum, wer jetzt der Kapitän ist und dass wir Bier trinken. Ging es jetzt gar nicht drum. Das steht noch genauso da. Ja, eben. Ich habe gesagt, ich habe das Seil hier. Ich pass auf. Ja, ich nehme das. Und du sollst jetzt rein. Komm. Kann ich nicht denn jetzt in die volle Belastung hier gehen? Ja, ich habe wirklich Angst, dass es das so nach vorne klappt. Ja, ich auch. So zusammenklappt in der Mitte. Mach's einfach ohne Drama. Jakob sitzt jetzt mit Schmidt gemeinsam im Boot. Das Boot ist aber ungefähr 4 Meter vom Ufer weggetrieben. Wirklich durch die Dynamik, mit der er sich da hat hineingleiten lassen. Das ist einfach Physik. Wo soll ich denn jetzt noch hin? Okay, da
das an, ey. Wo soll ich denn jetzt eigentlich hin? Nee, Jakob soll ja in die Mitte, weil er der Dickste ist. Jetzt, guck mal, wir haben den ganzen... Body positive, Schmidti. Den ganzen Tag haben wir uns um diese Formulierung herumgedrückt. Und jetzt sagst du das jetzt einfach? Jetzt reiß ihm hier so die Hutschnur. Direkt schon am Anfang. Wir haben ganz, ich ganz will raus aus dem Boot. Ich will nicht mehr. Abbruch. Jetzt ist Feierabend. Extrem viel mit dem heißen Brei geredet. Und jetzt sagst du noch, bevor wir losfahren, dass er dick ist. Das ist aber wirklich frech. Also. Das habe ich so in der Form noch nicht gehört. Ja, auf hoher See braucht man klare Kommandos, klare... Was ist das für ein Kommando, du bist dick? Das ist einfach nur eine Feststellung. Du hast eine Brille, Schmidti. Du riechst nach Qualm. Klaas, willst du auch noch ein klares Kommando oder steigst du jetzt ein? Deine Badehose ist zu kurz. Hängt ja da wieder was raus? Nee, ich hab extra für dich habe ich noch unter der Badehose noch eine Unterhose angezogen, damit mir nichts hier passiert. Ich brauche da meine Latschen, dass Schmidti die sieht. Jakob, die Latschen sind schlimm, ne? Aber die Füße sind schlimmer. Von die daher sind ist frisch das jetzt von der Pediküre, Schmidti, du habt dich mal nicht so. Die sind deodoriert. Gehst du echt zur Pediküre? Mit Fußdeo. Sag mal, sicher. Jakob. Sicher. Ja, wirklich? Sicher. Das könnte richtig sein, aber den ganz kleinen, den lassen sie mal über. Ne? Den, ja, so. Muss er eine extra zahlen. Der ganz kleine ist ich nicht so schön den wie die anderen. Zum Kratzen. Zum Gitarrespielen. Ich lasse die Fußnägel lang. Ich bin doch Gitarrenspieler, Klaas. Klaas, gib mir bitte meine Mütze. Da kennt man die alten Rocker, ne? Gib mir bitte meine Mütze. Am langen Fußnagel. Es geht jetzt die Kurzfahrt los. Wo ist denn deine Mütze hier? Was ist denn deine Mütze? Was ist denn das für eine Mütze? Hast du einen Sponsor jetzt? Ich habe jetzt einen Sponsor. Darf ich kurz sagen, was Jakob jetzt gerade für eine Mütze hier aufsetzt? Ja, erzähl das mal. Jakob hat jetzt gerade seine Schirmmütze rausgeholt, vornehmlich um sich vor der Sonne zu schützen, die er dann ziemlich runterbrät, aber es ist eine Warsteiner Mütze. Ja. Da steht ganz groß Warsteiner drauf, das sieht aus wie Axel Schulz, kurz nachdem François Botha ihn zu Klump gehauen hat. Es ist ja so, dass Schmidti hat ja ganz, ganz viele Firmen jetzt, die ihn praktisch unterstützen, sagt man ja. Ja, aber die meisten dieser Firmen sind noch nicht so weit, dass sie eigene Produkte haben, wo ihr Name draufsteht. Die meisten Firmen sind einfach erstmal so da. Ja. Man sagt ja nicht, er kriegt Geld, sondern die unterstützen ihn ja, ne? Ja. Die Tontopfmafia. So. Und ich habe jetzt gesagt, ich rolle das ganze Business mal anders auf. Ich suche mir Firmen, die mir wohl gefallen täten. Und Warsteiner Bier ist was ganz Köstliches, glaube ich jetzt mal. Und da habe ich jetzt eine Mütze von auf, einfach in der Hoffnung, dass sie sich da mal an mich wenden. Meinst du, das hat Axel Schulz auch so gemacht? Dass der nie einen Werbevertrag mit Fackelmann hatte? Der hat die Jahre lang in guter Hoffnung. Morgen rufen sie an, ich kriege das ganz genau. Morgen rufen sie an. So Leute, ich kann es nicht fassen. Nach dem ganzen Gehampel sind wir endlich auf dem Wasser. Ja. Die Beine von Glashäufer Umlauf liegen über der Reling. Mhm. Jakob und seine Warsteiner Mütze sind auch langsam im Urlaubsmodus. Ich habe gute Hoffnung, dass ich jetzt mal aufhören kann zu meckern. Ja. Dass wir uns jetzt mal irgendwie am Riemen reißen und irgendwie Freunde sind. Ja, möchte ich auch. Ich möchte mich auch nochmal entschuldigen. Ja. Ich möchte mich für Jakob und auch für mich selber, möchte mich in aller Form entschuldigen, dass wir heute genervt haben und dass das jetzt so ein Theater war und dass wir in deine Wohnung gegangen sind und da die ganzen Tiere aufgescheucht haben. Hm. Möchte ich mich entschuldigen, dass wir die alle so verwirrt haben, weil die das ja nicht kennen mit anderen Leuten in der Wohnung. Die sind ja eh schon überfordert, dass du jetzt so, mal jetzt, raus bist. Jetzt gleite das schon wieder ab. Ich möchte sagen Entschuldigung und ab jetzt ist gute Laune und ab jetzt sind wir gut drauf und so. Darf ich eine Sache sagen? Ich möchte auch noch was. Ich möchte eine Sache. Ja, jetzt möchte er jetzt auch mal eine Sache sagen. Das gehört auch zur Höflichkeit, dass wir ihn auch mal eine Sache sagen lassen. Das hat so ein bisschen das Geschmäckle von der AfD. Wie Alice Weidel und Co. Also du haust irgendeine Scheiße raus, gehst allen auf den Sack und sagst danach, bist auf der Maus ausgerutscht. Also wenn nicht hier auf dem Wasser, wo dann zurückrudern? Also ich bin ganz erstaunt von deinem Wortspiel-Game heute. Also wirklich sehr gut. Ja. Schmidti, auch ich also möchte kurz eine Triggerwarnung rausgeben, dass Leute, die auf schlechte Stimmung, Muffigkeiten und Provokationen irgendwie unangenehm reagieren, die sollen ab jetzt erst hören. Ab dieser Stelle, weil jetzt ist Urlaub. Ja. Ich werde jetzt meinen rechten Fuß ins Wasser halten, weil das ist ja praktisch auch schon Baden. Aber hier an der Stelle würde ich das nicht machen, weil du holst dann nur noch den blanken Knochen wieder raus. Ne? Darf ich dir kurz was erzählen, wo du hier fährst? Ja, genau. Wir fahren hier in einer Bucht, in einem Seitenarm der Spree. Schwerölmülleimer. Ja, und ich sag mal so, da hat die DDR sich nicht von der besten Seite gezeigt. Die hat nämlich hier die Industrie angesiedelt, wie ihr da hinten noch seht. Und die haben alles, was irgendwie giftig ist und was irgendwie radioaktiv ist, hier in dieses Gewässer geraunt. Es war bis vor einem Jahr die Diskussion, ob die Hausboote, die ihr hier um euch rum seht, ob die da drauf sein dürfen, weil man hatte Angst, dass die Bewohner der Hausboote auf dem Wasser, nicht mal im Wasser, einfach sterben.
So. Also bitte, ich bitte dich drum, mach deinen Fuß in dieses Wasser, hab Spaß. Also wir sind hier auch, wir fahren jetzt hier gerade durch diese Hausboote, von denen Schmidt redet, und das sind wirklich so, ja, so fahrende Verschläge, würde ich jetzt mal sagen. So richtige, richtige Shelter. Ja. So, das kannst du auch mal zeigen. Klar, guck mal hier, ja, die Swimming Favelas von der Spree. Das Beiboot, das hier mitfährt, das nervt so richtig. Das ist so ein richtiges Plätscherscheißboot. Ne? Hört ihr das, das Geplätscher? Ist das nicht dasselbe, was du auch hast? Ja, aber irgendwie fährt Tommy das, da steht das exakt dasselbe drauf. So raudihaft. Naja, also ihr seht ja hier die ganzen Hausboote. Das Geile ist nämlich, Pori, du berichtigst mich, wenn ich was Falsches erzähle. Es ist grundsätzlich, wenn du nicht auf einer Wasserstraße bist in Berlin, hast du das Recht zu ankern. Du kannst dir also irgendeine Kacke zusammenbauen, wie ihr es hier seht. Aus da und von dem Recht machen hier einige Gebrauch, ja, dass man hier sich einfach so Kacke zusammenbauen kann. Und dann kann man sich so kleine Häuschen hier drauf bauen und dann ankern und los geht's. Und hier ist die ganze Spree ist hier voll mit diesen Hausbooten. Da wohnen Leute, oder wie? Da wohnen Leute. Also die dürfen das nicht offiziell oder doch? Doch, oder die dürfen das auch offiziell, aber ich glaube, es gibt so eine Regel, die müssen nach 24 Stunden umziehen. Die müssen dann irgendwie 10 Meter weiterfahren und den Anker wieder rauswerfen. Und es ist hier wie eine Stadt in der Stadt auf dem Wasser. Es gibt hier ein Boot, das fährt mit, das ist für die Drogenzustellung zuständig. Was? Ja, also das ist ein Koksboot. Das kannst du anrufen, bitte? Wenn du irgendwie Drogen haben willst, dann kommt das vorbeigefahren mit dem Boot zu deinem Hausboot und bringt dir Drogen. Oh, das ist ja toll. Ist das erlaubt? Nö. Ach so. Das ist nicht erlaubt. Auch nicht auf dem Wasser? Nee. Ach so. Und dann gibt es irgendwie so Hausboote, die bieten an, dass man Cocktails kaufen kann. Oh. Da kannst du so mit dem Boot ranfahren, Cocktails kaufen. Ja. Welches ist das Drogenboot hier? Von denen hier? Das werden wir jetzt hier nicht erzählen. Ich weiß das nicht. Ich weiß das nicht. Gut gerettet, Schmidt. Hast du noch gut die Kurve gekriegt. Das merkt man nicht. Aber wo ist das Cocktailboot? Das Cocktail-Hausboot, das ist da vorne an der Insel, die ihr da seht. Ah, das sieht aber gut aus. Ja, aber ich weiß nicht, ob die. Ihr musstet ja unbedingt an einem Mittwochmorgen um 9 Uhr aufs Wasser. Nein, du, das war ja. Das ist ja nicht die Party-Hochzeit. Du, ich sag mal, für den richtigen Kokain-Fan ist die Zeit da egal. Da, wenn du lange genug im Geschäft bist, dann brauchst du auch Mittwochmorgen dein leckeres Kokain. Ja. Und so ein Boot hat daher nie Feierabend, nehme ich mal an, oder? Es gibt auch Leute, die sagen Mittwochmorgen, damit man mal so in Gang kommt, lassen wir das Bötchen mit dem Kokain mal kommen. Werbung! In dieser Woche, ne? Seid ihr auf meinem Boot? Das ist für mich quasi der Sportwagen der Spree. Aber ihr kommt mir immer wieder und sagt, ihr habt sogar noch was Besseres für eine Freizeitgestaltung par excellence. Naja, was ist das denn, Klaas? Ja, pass auf, du hast ja jetzt erfahren, was so ein Elektromotor für Power haben kann. Ne? Also man ist ja wirklich erstaunt, was das hier für eine Rakete ist. Ja. Und ich kann euch sagen, Elektromotoren, das ist nicht nur auf dem Wasser der absolute Hit und auch sehr modern und natürlich letztendlich die Innovation der Technik. Das gibt es auch als Auto und das natürlich auch bei Traditionsmarken wie Porsche. Es gibt jetzt einen voll elektrischen Porsche und das ist der Porsche Taycan. Und du kannst dir ja vorstellen, wie der normale Porsche-Fan, da auch die Autohäuser und so, diese ganzen normalen Einrichtungen, die sich dann immer auf das neueste Modell freuen. Du kannst dir ja mal ausdenken, was die so gesagt haben, als es erstmal hieß, es kommt jetzt ein voll elektronischer Porsche. Wie begeistert die Porsche-Community war. Waren die skeptisch? Natürlich waren die skeptisch. Ist ja auch ganz klar, ist ja auch richtig so, dass man erstmal sagt, Moment mal, das ist ja was ganz Neues. Und ich kann dir sagen, das habe ich selber am eigenen Auge gesehen, jeder wurde umgedreht. Es gibt niemanden, der das Ding dann ausprobiert hat oder gesehen hat oder sich damit beschäftigt hat, der danach immer noch sagt, das ist kein Porsche. Der Porsche Taycan ist wirklich letztendlich eins der innovativsten Autos der Erde. Bist du denn mit dem Porsche Taycan schon mal gefahren? Ja. Also kannst du denn aus eigener Erfahrung? Ich bin gefahren. Es geht wirklich, es ist knapp über dem, was der Elektromotor hier von Schmidt zu leisten vermag. Ist der schneller, meinst du? Ganz bisschen schneller ist er und er hat eine Beschleunigung, dass man wirklich aufpassen muss, dass man nicht in die Zukunft reist. Nicht in die Zukunft reist und dass man seine Haut dann auch wieder abkriegt vom schönen Leder. Ja. Ich habe jetzt aber auch noch nicht in den zweiten Gang geschaltet. Ich würde es nur sagen. Ach so, okay. Also, da geht noch was, auch mit dem Boot. Siehst du, und das ist auch genau das Gefühl, was man im Porsche Taycan hat. Der ist immer bereit, noch mehr zu geben. Egal, wie schnell man fährt. Und den kann man erleben im Experience Center in Hockenheim, wenn man sich für den Porsche Taycan interessiert. Natürlich auch auf der Website von Porsche, porsche.de/Taycan. Porsche Taycan, lecker. Werbung Ende.
So, oh jetzt Gott, mal ey. Für die gute Laune. Ich habe ja, für Getränke gesorgt. Ja, ne? Ich will euch gleich mal was ich will euch gleich mal was Pikantes fragen, okay? Okay. Ja. Also vorher gibt es erstmal ein paar Getränke, weil ich soll dir die Getränke kaufen, ne? Ja. Und was trinkt denn Schmitti so gern, wenn er auf dem Boot ist? Was wird der am liebsten so trinken, Klaus? Trinken, also früher Cola immer. Ja. Aber gern auch eine leckere Molle. So, also ein Bier, ne? Ja, recht süß. So. Bier. Und da habe ich aber gedacht, nee, der Schmitti, der soll auch mal so ein bisschen Berlin-Mitte-Lifestyle kosten. Ja. Und da habe ich so ganz tolle Getränke. Also ich habe hier einmal sowas für dich, Schmitti. Trinke ich nicht. Was ist also, das denn Leckeres? Das ist Kokoswasser. Ui. Aus der Dose. Haben die das gemacht? Warte mal, ich guck mal. Ich weiß nicht, wie das da gemacht ist. Da haben wieder irgendwelche Hipster im Innenhof selber zusammengeschüttet. Aber es kostet 6 Euro die Dose, Schmitti, hier. Ja. Aber es wird in Thailand gemacht, aber wird hier in Berlin verkauft. Es wird extra von so Berliner Hipstern importiert. Willst du das trinken, Schmidt? Nee. Das kostet 6 Euro. Nein, was hast du noch im Angebot? Nee, ich habe was an. Ich habe mir schon gedacht, dass Schmidt das Du hast für 6 Euro Kokoswasser aus der Dose geholt. Ja, für jeden eins. Ja. So, ich habe mir schon gedacht, dass Schmidt das nicht mag. Also ne? Kokoswasser finde ich lecker. Guck mal, Klaas, kannst du das Schmidt mal weitergeben? Weil das ja. Ist ja, wer will vielleicht auch was Erfrischenderes haben. Biozisch Matcha. Was schwimmt da drin rum? Ja, das sieht so aus, als hätte man das Spreewasser abgefüllt. Das stimmt, das sieht so aus. Das sieht aus wie Spinatdrink. Ist eine Matcha-Limonade. Was heißt denn Matcha? Ist das wegen der Matcha Tee, da drin? Oder? Ist ein grüner Tee, ist das? Ja, das würde ich auch nie trinken, diese Scheiße. Das macht wach. Und das schmeckt man kann auch mal, man muss ja nicht immer nur Influence, man kann ja auch mal sagen, was scheiße schmeckt. Ne? Das schmeckt also, köstlich, das liebe ich. Biozisch Matcha von der Firma Völkel ist richtiger Dreck. Meine Mutter hat immer Sachen im Biomarkt gekauft, ne? Schon in den 80er Jahren. Und da habe ich diese Firma immer Vor Ekel genannt. Völkel? Ja, Völkel. Hast du immer Vor Ekel genannt? Vor Ekel, ja. Wollte ich haben. So, willst du das trinken schon nicht? Nee. Was hast du noch immer? Hast du noch eine Cola im Angebot? Nein, Fehlanzeige. Was hast du denn noch? Frag ruhig noch ein paar Sachen. Ich kann gucken, ob das Fehlanzeige ist. Hast du ein Bier? Fehlanzeige. Radler. Fehlanzeige. Eine Cola. Fehlanzeige. Eine Cola Light. Fehlanzeige. Ich habe das Matcha habe ich mitgebracht. Aber ich habe auch noch Rosinenbrötchen für jeden. Und die kosten 3 Euro pro Stück, Schmidti. Was? Und die sind aus der alten Schönhauser Straße sind die. Ah, ist das von Klaas. Zeit für Brot? Ja, magst du die auch lecker gern essen? Nö, da gehe ich mal vorbei und denke, boah, ist das teuer. Wirklich, das ist hier, mir Schmidti, auch, ist mich so macht das nicht aggressiv, aber mir ist das zu teuer. Aber ich esse gerne Rosinenbrötchen. Ich stürze mir das gerne runter mit Milch oder Kakao. Mhm. Vielen Dank. Mhm. Schmeckt nach 3 Euro. Muss man sagen, hat's rentiert. Lecker, ne? Was machst du denn jetzt? Jetzt hast du mich gar nicht geärgert damit. Ich sag lecker. Ich freue mich, dass ich werde dir die jetzt öfter kaufen. Hm. Erzähl mal das Pikante, das ist mir lieber. Ich möchte wissen, was wir hier gerade so... Oh, Vorsicht! Sag mal! Dann kommen wir ins Quatschen, ja. Ey, und dann fahren wir hier bald... Auf die La Gerta drauf. Nee, das sieht hier aus wie so ein übergebliebenes Boot aus Waterworld. Boah, ey. Oh nee, jetzt komme ich hier mit Musik. Ey, lass uns bitte verpissen. Oh, nee. Nein, ich will nicht, dass du mich sehen. Fahren wir mal vorbei, da kannst du mal deinen Fans Hallo sagen. Oh, nein, verpissen. Nein, du warst nicht. Doch vorhin so, du wolltest doch unbedingt meinen Nachbarn sagen, wer du bist und dass du ein Prominenter bist, ne? Um dich bloßzustellen. Da wolltest du doch unbedingt in meinem Treppenhaus rumquillen. Da sind 4 Jugendliche im Tanktop. Ich drehe jetzt mal ab und frage mal, vielleicht haben die auch ein Bier, wenn wir hier nur Matcha-Limonade haben. Oh, das sind aber so Leute, Klaas, das sind so Leute, die dich hassen, die kein Fernsehen zu Hause haben. Das sieht man wollen wir erstmal fragen, ob die ein Fernseher zu Hause haben? Nein, lass uns. Bitte lass uns. Ach, guck mal an. Ist dir das peinlich, Klaas? Mach mal Gas, Schmidt. Nimm doch mal die Sonnenbrille ab, dass die dich auch besser erkennen. Aber ich nehme dir mal die Sonnenbrille ab. So ein prominenter Person. Ja. Hallo. Hallo. Habt ihr einen Fernseher zu Hause? Hallo. Verpisst euch ganz schnell, es wird unangenehm. Geht lieber weg. Das ist ein Prominenter hier. Haut ab, schnell, solange ihr noch könnt. Waren jetzt viel zu cool für uns. Ja. Wir haben uns mit oh Gott, ey, richtige Abneigung schon für mich. Wir brauchen so Kölner, die so begeistert sind. Ja, ja die gibt's ja zum Glück nicht. Das sind nur irgendwelche Leute, die hier durch das Atomwasser fahren hier. Achtung, jetzt kommen Wellen, weil wir in das von dem anderen Schiff. Was bist du eigentlich für ein Kapitän? Das muss doch noch voraus. Oh. Hab ich doch gesagt. Ja, 10 Sekunden voll, wo nichts mehr zu ändern. Willst du uns jetzt was Pikantes fragen? Wenn wir fahren jetzt eigentlich die ganze Zeit im Kreis oder geht es auch irgendwo hin in dem Sinne? Wo ist dieser Cocktailstand? Wir fahren jetzt mal rum. Komm, Schmidti, ich habe auch Bier mit. Geil. Wollte ich dir jetzt nicht verraten. Wo hast du Bier mit? Ich habe einen Radler auch dabei. Ich habe mir nämlich gedacht, dass du nur Kacke einsteckst. Weißt du, was ich mir jetzt gekauft habe? Hm? Wo ist die rote Tüte? Weißt du, was ich jetzt gekauft habe mir? Was denn? Damit ich nicht mehr 2 Bier trinken muss. Was denn? Maibock. Was? Bockbier? Trinken sowas nicht nur Alkoholiker? Bockbier. Gibt's beim Rewe so eine Partyschachtel mit 12 verschiedenen Bockbieren. So eine Probierschachtel, weißt du? Mhm. Eine Parfümprobe mit Bier, aber.
Und ich habe auch hier extra ein teures Bier genommen. Auch um dich irgendwie, aber es provoziert dich heute nicht so. Ja, Bio steht drauf, sehe ich. Bio-Bier. Wichtig beim Bier, dass es Bio ist. Wer kriegt denn sowas auf? Klaas, du kannst ja wirklich mit einem 10 Bier aufmachen, ne? Ja, aber nicht, wenn ich dann noch, wenn da noch Rosinen drin hängen. Moment. Wolltest du uns nicht was Bekanntes soll noch ich fragen? Das, will ich, wenn ihr das wollt, mache ich das. Soll ich mit den 10 aufmachen? Ja. Oder ist euch das so eklig? Bin ich euch ein Freund genug, dass euch das nicht eklig ist? Mir ist es nicht eklig, aber ich würde es gerne filmen. Würdest du, wenn, gerne auswerten. Ja, aber dann musst du das auch trinken, weil ich bin dann beleidigt, wenn du dich dann ekelst vor der Flasche. Du nee, bist ich so trinke das, ich trinke das, komm. Okay. Oh. So. Soll ich dir auch eins aufmachen oder bist du fies vor, wenn ich das mache? Nee. Mach mir doch bitte auch eins auf. Du bist ein richtiger Freund. Ja. Ihr nehmt meine angelutschten Flaschen und trinkt die. Das finde ich richtig super. Also das machen wir auch nur, weil du diese Woche Corona-Test hattest und da alles nee, in Ordnung morgen ist. Morgen erst. Erst morgen. Na gut. Dann wissen wir morgen auch Bescheid. Danke. Ne? Wisst ihr morgen auch Bescheid, wenn du mal 14 Tage Urlaub hast. Mach dir auch mal eins auf. Mhm. Aber wisst ihr, dass mich das richtig rührt gerade? Dass ihr so unangeekelt meine angelutschten Flaschen trinkt. Das finde ich richtig super. Ja, noch das ist richtig, nicht getrunken. Nee, aber ihr könntet mir kein größeres Kompliment machen, als dass ihr so eine angelutschte Flasche von mir trinkt. Ich finde das irgendwie richtig süß von euch. Du hast mal zu mir gesagt, das habe ich jetzt immer im Ohr, wenn ich mich morgens anziehe. Ja. Du hast im Podcast nachgewiesenermaßen zu mir gesagt, ich bin der fleckigste Typ, den du kennst. Diese aber du meinst es ja nur gut. Du ziehst es ja morgen frisch an. Aber ja. wenn du im Büro bist, dann ist es fleckig. Los, lass uns mal ein bisschen rummännern jetzt. Ja, warte. Also ich habe hier 3 Bier mit 10 aufgemacht. Ich habe schon geil abgemännert hier. Und spielen wir eine Runde Poker oder was? Hier Poker Doppel. Schön auf dem Bumm. Ich habe letztens, weißt du, ich habe letztens irgendwie bei Instagram habe ich gesehen, vielleicht können wir mal sowas machen. Dunja Hayali, die nun sehr unerschrocken ist und so und die also aber ihre Arbeit sehr ernst nimmt, aber auch weiß, wie man in der Freizeit was draus macht. Mhm. Die hat letztens, da dachte ich, das ist eigentlich eine gute Idee, gesagt, dass sie jetzt Doppelkopf immer spielt. Ach. Doppelkopf. Ist doch eine gute Idee. Sollen wir nicht auch mal Doppelkopf spielen? Nee. Doch, das können wir doch mal üben. Nee, ich habe das immer so gehasst, ey. Ich habe das noch nie gespielt, aber wir könnten, ich könnte Dunja Hayali fragen, weil ich die sehr gerne mag, könnte ich fragen, ob sie mit uns eine Runde Doppelkopf spielt und uns das beibringt, oder mir das beibringt vielleicht. Und dachte ich, also habe ich gelesen, dachte ich, geil, Doppelkopf, vielleicht macht das ja Spaß. Ich erschieße mich, wenn Doppelkopf jetzt so ein Trend ja, wie Poker wir gar wird. Bock ne? drauf. Eine TV-Total-Doppelkopf-Weltmeisterschaft. Also das ist aus mehreren Gründen ausgeschlossen. Ja. Aber warum... Aber ProSieben kauft's, wenn's der Raab produziert. Ja, aber RTL mittlerweile auch. Ich habe noch ein paar Podcast-Themen mitgebracht. Ja, dann oder sag willst mal. Du erst eine pikante Frage stellen? Ja, wir können die pikante Frage. Thema. Ja, ne, ich möchte, dann teasen wir noch mit der pikanten Frage. Die pikante Frage müsst ihr mal sagen, ob ihr mir da ehrlich drauf antwortet. Ich will eine ehrliche Antwort oder keine Antwort, ja? Was auch eine Antwort ist. Oh nein, jetzt habe ich Angst. Wir können da vorne vorbeifahren, da kenne ich einen, der ein Boot hat. Ist das die City Marina? Ja. Ja, fahr da mal hin. Ja, wir fahren da später hin. So. Also die, ich möchte eine Antwort haben auf die pikante Frage oder keine Antwort, weil wir gerade über das Koksboot und diese Sachen gesprochen haben. Ja. Ich möchte wissen, ob ihr schon mal Drogen genommen habt und wenn ja, welche und warum. Let's skip that. Yes, sir. Keine Antwort. Okay, habe ich mit gerechnet. Warum? Naja, aber ich muss sagen, du hast dich, was dann bestimmte Sachen angeht, hast du dich ein bisschen verändert. Also von vor ein paar Jahren. Dass wir dich immer noch so als den Technik-Nerd und so Typ hinstellen. Hinstellen? Jetzt sagst du es endlich mal. Ja, ich sag's, ja, ja, klar. Ist ja eigentlich eher so eine ein Problem aus der Vergangenheit bei dir. Du hast dich da eigentlich ganz gut rausentwickelt. Was? Aber vor ein paar Jahren kann ich mich noch erinnern, dass du wirklich ein Autobatterie-großes Gerät auf deinen Schreibtisch gestellt hast und gesagt hast, das ist jetzt deine neue Dampfzigarette hier. Und was man da nicht alles einstellen könnte, die Temperatur und die Menge. Kollege und von dies uns hat es immer Flugzeugträger genannt. Ja, genau. Mit so einem riesigen Flugzeugträger. Und sowas, glaube ich, würdest du jetzt nicht mehr machen, oder? Bin ich da richtig in der Annahme? Weißt du, wenn ich die Hoffnung hätte, dass einen das von den Zigaretten wegbringt, dann ja. würde ich alles ausprobieren. Ja, ja, okay, also daher kam das. Ja,
Aber nur daher, nicht weil ich das geil fand. Nee. Also ich habe mir jetzt auch nicht den Verdampfer mit LED-Licht gekauft oder so. Oder per App steuerbar oder so. Es sollte einfach eine Funktion haben. Es war die Zeit, wo es so hieß, E-Zigarette ist viel, viel, viel gesünder und alles cool. Und da ist perfekt, um mit dem normalen Rauchen aufzuhören. Hat nicht geklappt. Zwei, drei Leuten sind dann die E-Zigaretten in der Fresse explodiert, alle Zähne raus. Und dann hieß es, vielleicht doch nicht so gut. Ja, jetzt kriegen wir ganz viele E-Zigaretten geschickt, wo wir ausprobieren können, dass das ja wirklich ein... mittlerweile alles die Technik viel weiter alles ist. Alles an Schmitty. Ja. Jetzt Leute, ne, mal ernstes Thema. Wir müssen auch ein bisschen hier Podcast-Meter machen. Ne? Diese Woche ist ja Fips Asmussen verstorben. Ja. Und wir haben in diesem Podcast immer mal wieder auch über den Tod gesprochen. Und wir haben auch heute wieder kurz darüber gesprochen, wo man und wie man beerdigt werden möchte. War immer wieder Thema. Und es ging viel so um Nachlass. Und du, Klaas, du hast immer mal wieder gesagt, dir wäre das wichtig, dass jemand von berufener Hand auch so diese letzten Einspieler schneidet, der nochmal so dein Lebenswerk rekapituliert. Und nun bin ich heute Morgen so durchs Internet gescrollt und da ist mir ein alter Spiegel-TV-Beitrag in die Hände gefallen über Fips Asmussen, der so ein bisschen auch die Tonalität hatte, sein Lebenswerk jetzt mal zusammenzufassen. In Wirklichkeit handelt es sich aber einfach um eine 7-minütige Reportage von vor so 3-4 Jahren oder so, ne? Ja. Und da ist mir aufgefallen, dass die jetzt, sagen wir mal, kein gutes Haar an Fips Asmussen lässt. Und da wollte ich wissen, wie ihr das seht. Also da fallen halt so Sätze wie, der Flachwitz ist irgendwie sein ständiger Begleiter. Er reiht Zote an Zote. Und dann machen sie etwas ganz Gemeines, wo ich mir auch so vorgestellt habe, der Fips Asmussen hat allen in der Familie gesagt, da kommt eine große Spiegel-TV-Team, die begleiten mich. Und die machen da so eine Reportage. Und was ganz gemein ist, die haben alte Bilder von vor 10 Jahren so Auftritte gehabt oder 20 Jahre her. Und dann schneiden die alten Witze an die Witze, die er heute erzählt. Und dann stellt man sofort fest, es sind exakt dieselben Witze. Oh. Das ist doch um ihn so richtig, richtig so doof ist, dastehen zu lassen. Ja, aber das finde ich ja, das ist ja ein totaler Quatschvorwurf. Also die, natürlich erzählt er dieselben Witze. Wie soll man denn sonst 3 Stunden lang jeden Abend Witze erzählen? Meinst du, den denkt er sich da in Braunschweig neue Witze aus und dann in Hannover am nächsten Tag nochmal oder was? Nein, aber die ist zeigen ja klar, ganz eindeutig, dass er seit 30 Jahren die exakt gleichen Witze in der exakt gleichen Reihenfolge erzählt. Es sind auch Witze, die leben ja auch davon, dass sie 100.000 Mal erzählt werden. Und Otto macht das nicht anders und es ist auch nicht schlimm. Und auch eine gewisse Gag-Art, auch wenn man sich hier und da mal ein neues Programm ausdenkt, das haben doch alle älteren Komiker, haben das doch so, also wahrscheinlich dann noch die jetzt jungen Komiker, die irgendwann alt sind, die werden das Problem dann auch haben. Es gibt einfach so Typen, von denen weißt du, was für eine Art Gag dich erwartet. Jürgen von der Lippe, Mike Krüger, Otto. Aber willst du das in so einer Art Nachruf so bloßgestellt wissen? Dass dann ich immer dieselben Witze erzähle. Die erzählen Podcasts jetzt mittlerweile schon 3-mal dieselben Geschichten. Das geht ja schon los. Ja, das stimmt. Aber fändet ihr das, also es ist zum Beispiel auch so gewesen, dass es gibt immer so Trenner in dem Ding, ne? Und ganz kurz, ich muss wegen, weil wir jetzt gerade von bloßstellen hatten. Da vorne ist ein riesiger Touristendampfer mit circa 100 Touristen auch an Deck. Du fährst da aber richtig hart drauf zu. Und da fahren wir jetzt mal hart drauf zu. Sag mal, willst du auch die sollen in den Genuss kommen, dass hier auf der Spree ein Prominenter rumtucke. Weißt du, was die erzählen in Krefeld und so? Was die da sagen, ihr Tante Erna, du glaubst es nicht, wie wir da gesehen haben. Der ist voll besetzt. Guck mal, der richtige Corona, MS Corona, ey. Schmitty, als Besitzer eines Segelscheins will ich dir nur sagen, dass es jetzt hier ganz stark gilt, Sog- und Wellenschlag zu vermeiden. Ja. Weil der Sog an so einem Dampfer ist in der Lage, dieses Boot einfach unter sich zu ziehen. Echt? Ja. Bitte fahr da nicht so nah dran. Naja. Also ihr habt da kein Mitleid mit Fips Asmussen. Das hat euch jetzt nicht berührt, hat euch nicht bewegt. Wie alt war der denn? 82, glaube ich. Bin ich ganz sicher. Ach, naja, also ich finde es immer schade, wenn einer stirbt. Egal, also ich kannte darum den ja jetzt nicht. Es ging ja so praktisch um diesen Nachruf. Ich finde, natürlich war er nicht mehr ganz zeitgemäß, sag ich mal. Und ich glaube, wenn er heute anfangen würde mit seinem Gag-Arsenal, hätte er wenig Chance gegen Twitter. Ich sag aber, genauso kann ich eben wie so ein Tyrannosaurus Rex, bist du ja auch nicht sauer, weil der früher böse war und Tiere gefressen hat. So. Das ist irgendwie, der ist für mich ein Relikt aus vergangener Zeit. Der starkes Argument gegen die Cancel Culture. Dem Tyrannosaurus Rex war man ja auch nicht böse. Ich kann mir einfach bei Fips Asmussen niemanden vorstellen, der sich die Gags da angehört hat und irgendwie, also selbst der größte Vollidiot hat da mitgekriegt, dass das nicht mehr zeitgemäß ist.
Was anderes für mich nicht denkbar. Ja, es ist tatsächlich aus einer anderen Zeit und so wahnsinnig lustig fand ich das jetzt auch nicht und so, aber irgendwie war er so eine, er war wie so eine Art Meilenstein. Schön, dass du so rumfährst, du siehst mich nämlich keiner. Ich drehe da vorne nochmal. Um die Zuschauer abzuholen, ich fahre jetzt direkt auf diesen Touristenkahn. Das kannst du nicht machen. Du kannst da nicht nah dran fahren. Diva heißt der Dampfer, auf den wir jetzt Kurs halten. Muss man Kapitän Thomas Schmidt fährt backbordseitig, also linksseitig an das Schiff heran. Guck mal, ich glaube, die haben dich schon erkannt, Klaas. Klaas auf Umlauf. Die gucken schon, die keine Deutschen. Das kann sein, ja. Aber fahr nicht da in diesen Wellenschlag rein. Das nicht nach hinten ran, das ist gefährlich. Ich habe überhaupt keine Ahnung, wie das... Für Berlin-Fans, wir befinden uns auf der Höhe der Insel der Jugend. Jetzt winkt du den Leuten mal, Klaas. Hallo! Hier ist Klaas Häufer-Umlauf aus dem Fernsehen, in diesem Boot. Ist Klaas Häufer-Umlauf aus dem Fernsehen, ist in diesem Boot. Aha, das ist auch mir peinlich, ehrlich gesagt. Ja. Ja, das ist gut, dass du das siehst. Ich sehe richtig, wie du das Gesicht verziehst. So. Ich kann es verstehen. Die Leute gucken gar nicht. Nee. Mensch, das Fernsehen ist tot, glaube ich. Wer fährt denn hier freiwillig über die Scheiße hier? Das sind doch keine Deutschen. Was ist denn das für ein Boot? Das ist ja geil. Das ist das mit Kohle beheizt? Da wollen wir doch mal hin. Was ist denn das für ein Kampfboot? Badedampfer. Das ist ein Whirlpool. Ein Whirlpool auf der Spree. Was ist das? Ein Whirlpool auf der Spree? Wer fährt das Ding? Was ist das denn? Hallo! Was habt ihr denn für ein Quatschboot? Jetzt halt! Du kannst ja nicht direkt drauf zufahren. Wir sind wahnsinnig schnell. Warte mal, er kann nicht lenken. Rums. Entschuldigung. Jetzt haben wir das Badedampfer. Was habt ihr da für, was ist das für ein Ding? Also hier ist ein das Boot doch mit einem Luft. Whirlpool in seiner Mitte. Okay. Und darauf sind zwei Damen. Wo wollt ihr denn? Wollt ihr nach links oder nach rechts fahren? Boah, fahr doch hier weg jetzt. Also ihr müsst ausweichen. Okay. Ja, machen wir. Jetzt fahr woanders hin. Schmidt, fahr woanders hin. Ich probiere ja, was geht. Guck mal, ich hab das doch schön. Machst du das immer so, dass du hier mit deinem Boot losfährst? Irgendwelche Leute anbummst hier mit deinem Boot? Ist das hier so, ist das hier die normale Art der Kontaktaufnahme? Ja, was denn? Ja, ich darf doch wohl mal fragen. Das, kannst ja sagen, nein oder so. Ich war kurz abgelegt. Schmidti winkt hier Leuten. Ja. Ja, kennst du den? So nein, aber ich will mich mit dem gut halten, weil das offensichtlich der Besitzer von diesem Whirlpool-Boot ist. Nee, das ist ein Bootsverleiher und normalerweise kommt da spätestens einer halben Stunde Martina Effenberg und macht den klar. Bootsverleiher sind ihr Ding. Wegen Peinlichkeiten, ne, habe ich auch noch was zu erzählen. Mir ist gestern wieder frühwarm eingefallen, was das Peinlichste ist, was ich in meinem ganzen Leben erlebt habe. Was? Ja, und ich würde das jetzt hier erzählen, denn es ist eine Masche, wo ich den Leuten nicht ans Herz legen will, dass sie das bei ihren Freunden machen. Ich kann aber nur mal sagen, ich muss auch mit dem Finger auf unsere Kollegin Katharina Karg zeigen. Oh. Es hat unserer Freundschaft einen Bruch gegeben, was sie sich da so angewöhnt hat über Jahre. Nämlich folgendermaßen, wenn ihr mich kennt... Ach, guck mal, da erkennen die dich. Leute von einer Brücke... Ja, wink mal, Klaas. ...erkennen Klaas Häufer-Umlauf. Klaas Häufer-Umlauf grüßt zurück in die Massen. Ja. Da kannst du da nicht drunter durchfahren. Ich glaube, die spucken uns ins Boot. Nö, das sind kleine Kinder. Doch, gerade die spucken hier in Berlin. Und hier... Die machen keinen Tagesausflug, die Leitung der Rüdli-Schule hat die einfach rausgeworfen. Die hat einfach gesagt, verpisst euch jetzt. Jetzt laufen die überall frei rum. Hey Leute! Was geht am Schuhschneider? Was sagst du? Er sagt, Klaas, was geht? Alles klar. Alles klar? Was macht ihr da? Macht den Ausflug oder seid ihr rausgeflogen? Sehr gut. Hallo. Tschüss. Hallo. Bye. Ja, da haben sie nicht uns angespuckt. Nee, das sind nicht auf die Idee bringen. Oh, ich gebe mal Gas. Guck mal, die werfen mit Chips nach unten. Ihr Schweine! Habt ihr mit Chips geworfen? Hallo! Oh, ich bin so froh, dass ihr nicht auf die Idee gekommen seid zu spucken. Wir haben keine guten Ideen. Danke!
Schmidti, du wolltest gerade erzählen, was das Peinlichste war, was du je passiert. Du darfst dich jetzt, jetzt nicht mehr ablenken lassen. Klar, als du gerade so, als wir an den Touristendampfer gefahren sind, da hast du so richtig das Gesicht verzogen vor Scham. Oh. Du hast so die Zähne aufeinander gebissen und wolltest einfach nur, dass die Situation rumgeht. Weil die mich bloßstellen wollte. Und wir haben eine Kollegin, unsere geliebte Katharina Karg, die bei uns für die Gästeakquise und so zuständig ist und Gästebetreuerin und eine unserer besten Mitarbeiterinnen. Die hat aber eine dumme Angelegenheit. Also die ist so ziemlich meine beste Freundin. Das heißt, wir haben auch privat viel unternommen und sind dann öfter mal durch die Stadt gelaufen. Und sie kennt mich sehr gut. Und sie weiß, dass ich einer bin von den Typen. Ich komme in die U-Bahn und setze mich ganz in die Ecke und versuche irgendwie nicht aufzufallen. Und so überall. Wenn ich einen Raum betrete, auf eine Party komme, erstmal irgendwo an eine Wand stellen, gucken, wo man hier safe laufen kann. Also mich überfordern Partys gute 2 Stunden, bis ich mich drauf einlassen kann. Dann aber bis richtig, du betrunken bist. Bis ich betrunken bin. Ja. Und vorher laufe ich wirklich rum wie Falschgeld und habe so richtig Angst. Dann bist Angst. Du einer, der Silvesterknaller im Popo loslässt. Ne? Ja, genau. Ja. Und dann geht's aber, ne? Dann, ja. Und sie kennt das, dass ich halt ultra leicht peinlich berührt bin. Ich bin da ultrasensibel. So. Und sie hat sich irgendwann zur Angewohnheit gemacht, immer wenn wir durch Friedrichshain gelaufen sind oder so, nebeneinander gelaufen und dann schreit sie auf einmal, ich kann es nicht fassen, dass du nicht zu deinem Kind stehst. Oder sie sagt so, jetzt hast du mich mit deiner Geschlechtskrankheit angesteckt, nur weil du am Wochenende rumbumsen willst. Und hat das so laut gebrüllt. Und ich wollte jedes Mal vor Scham, wollte ich, da habe ich heute noch Schweißausbrüche, wenn ich drüber nachdenke. Hallo, guten Tag. Hallo, guten Tag. Und das hat die über Jahre gemacht und ich musste irgendwann sagen, Katha, unsere Freundschaft wird enden an diesem Zeitpunkt, wenn du noch einmal behauptest, ich habe AIDS und würde dich anstecken. Ja, das machen wir auch nicht. Ne? Und ganz über Leute behaupten, dass sie AIDS hätten, wenn die das gar nicht haben. Ja. Aber beneidet ihr Leute, denen so alles egal ist? So Typen, so wie Paul Ripke, der scheißt sich ja nichts. So, also, weißt du, da habe ich das Gefühl, der hat nie den Moment, wo er sagt so, er will jetzt nicht im Mittelpunkt stehen, er will jetzt nicht so ein bisschen, sondern der ist irgendwie, der nimmt sich, was das Leben einem gibt, das nimmt er sich, da greift er zu. Am Buffet so des Lebens räumt er ab und nimmt noch was für zu Hause mit, meinst du? Ja, ich meine, guck mal, also das meine ich jetzt vollkommen unironisch, der hat eine wahnsinnige Gabe, mit einer Offenheit auf Leute zuzugehen, sich da nicht irgendwie verklemmt da rumzudrücken, sondern der rennt dann zu Campino und fragt, ob er mit ihm auf Tour gehen kann. Danach steht er bei der Formel 1 und springt quasi auf die Rennfläche und sagt, Hamilton, ich mache deine Insta-Fotos und so. Und das ist ja irgendwie eine Gabe, die ich absolut bewundere. Und da habe ich 0% von. 0% ja, für diese... Was hätte auch Campino davon, wenn du jetzt mit ihm auf Tour gehst? Nee, da hat er nichts von mir. Ich weiß aber, worauf du hinaus willst, Schmidti. Also ich glaube, dass man sich aber auch irgendwo dann, wenn man sich so viel schämt, wie wir drei das tun, eindeutigerweise, dann steht man sich natürlich auch viel im Weg. Ne? Ja. Und das ist ein ganz schwieriger Aber Balance. Du bist ja so ein Typ, Jakob, du sagst ja auch in vielen Bereichen, du nimmst dir, was dir zusteht. Und ich weiß auch so, zum Beispiel, wenn du immer wieder in Clinch gerätst, weil du dich übers Ohr gehauen fühlst von irgendeinem Verkäufer oder wenn die Gläser nicht sauber genug sind im Hotel oder so, dann sprichst du das an und mit einer Deutlichkeit, weil du sagst, der ist dazu verpflichtet, mir ein sauberes Glas hinzustellen, also bestehe ich auf mein Recht. Und selbst das habe ich nicht. Ich würde eher sagen, ich würde danach rummeckern und sagen, da gehen wir nicht mehr hin. Aber in dem Moment sagen, das Essen hat nicht so gut geschmeckt, das würde ich niemals machen. Nee, da bin ich der Ehrlichkeit verpflichtet. Sagst du wirklich im Restaurant, es war nicht so gut? Nee, ganz selten. Also wirklich, wenn es sehr teuer war und dann sehr misslungen, dann werde ich sauer. Was sagst du dann? Dann sage ich, dass, was da alles dran schiefgelaufen ist, aus meiner Sicht. Aber was denn? Sag mal ein Beispiel. Ich würde dann schon sagen, dass das hier, das Schnitzel sehr trocken war. Und dass, man so ein Schnitzel besser im Butterschmalz aufbacken sollte, dass es so leicht frittiert ist. Nur dann wird die Panade abgehen vom Kalbfleisch. Hast du auch praktische Tipps an den Kopf? Ja, ich sage schon, dass es also für 22 Euro ganz schön schlecht ist. Ja. Oh Gott. Aber du hast ja nichts davon. Was ist dein Benefit? Also, Befriedigung. Ja. Es ist, ich habe dann einen scheiß Schnitzel gegessen und als Rache sage ich denen das. Heute habe ich zum Beispiel gesehen, da ist irgendeine Situation, dem vorausgegangen, die ich nicht mitbekommen habe. Also da standen 2 Autos neben mir an der roten Ampel. Ja. So ein Kleintransporter und so ein normaler Passat. In dem Passat saß so ein jüngerer Fahrer drin mit einer Sonnenbrille. Und hinten war so ein, sag mal, Anfang 50er
mit einem Camp David Hemd, der sich ein bisschen... Aber nicht Dieter Bohlen. Nee, nicht Dieter Bohlen, aber der sah so ein bisschen ärgerlich aus. Ne? Der, ja. Man sah dem schon an, der hat sich jetzt aufgeregt. Und manchmal steigen ja Leute an der roten Ampel aus, meistens um die Kofferraumklappe nochmal richtig zuzumachen. Oder um irgendwas zu gucken. Und man denkt dann immer, na, das sind ja auch Typen, ob die das wohl bis grün jetzt schaffen. Denkt man ja immer. Ja. Und bei dem war es aber so, da ging dann also die Tür auf bei der roten Ampel. Ich denke, was hat er an seinem Auto? Dann ging der aber nach vorne zu dem Wagen vor ihm, zu dem Passat, und hat dann von dem Nummernschild und von dem Fahrer mit seinem Handy, wutbürgermäßig, ja, dann Fotos von dem Auto und von dem Fahrer gemacht. Und hat also so geschäftig noch geguckt dabei, als würde er jetzt hier das richtig machen, ist dann wieder eingestiegen. Also den wollte er dann offenbar irgendwo verpetzen wegen irgendwas. Und so, und da muss man auch der Typ für sein, zu sagen, ich habe mich, also beide Autos waren unbeschädigt. Also es ist jetzt definitiv kein Unfall zustande gekommen. Nee, aber so bin ich nicht drauf. So bin ich nicht drauf. Nur wirklich im Restaurant, wenn... So Knöllchen-Dieter bist du nicht. Nee. Okay. Aber was das für Typen sein müssen, oder? Ja, die da so eine tiefe Befriedigung draus ziehen. Ja, vor allen Dingen dieses neue Ding, also diese Dashcam-Mentalität. Selber eine Kamera im Auto zu haben, die permanent filmt, was man macht, damit, falls ein Unfall passiert, man beweisen kann, was vor Gericht sowieso, glaube ich, nicht zulässig ist, dass man nicht schuld war oder so. Und das ist ja legitim alles, klar, wenn man kein Geld bezahlen für eine Sache, für die man nichts kann, verstehe ich ja alles. Ja. Aber überhaupt dieses, ich kann es nicht ab, wenn die so mitfilmen die ganze Zeit immer, wenn die dann interviewt werden von Spiegel TV und dann die da, schämt euch, diese Affen da, dann die dann da anschreien da und, und dann immer noch selber mitfilmen, wo man denkt, wer guckt sich deinen Kackfilm denn jemals an? Außer du selber. Oder deine 3 YouTube-Follower. Sorry, aber die regen mich so auf, diese Blödmänner. Da war letztens einer, habe ich gesehen, bei Spiegel TV, so ein Opa, den haben sie dann gefragt, und wie ist das? Der hat gesagt, er war in seinem Leben schon auf 3400 Demonstrationen, und diese ist besonders wichtig hier. Da merkt man, das kann ja nicht das Hobby sein von dem Mann. Das kann ja nicht sein, dass der irgendwie einfach nichts zu tun hat und halt immer zu Demonstrationen rennt, sondern die Sache ist ihm immer sehr wichtig. Er hat 3400 wirkliche Angelegenheiten, die ihm am Herzen liegen. Ne? Und deswegen ist er dazu, 3400 Demos ist er hingegangen, weil das wirklich also für ihn kaum auszuhalten ist. Diese Zustände. Aber was bist du ein Typ? Bist du auch so ein Beschwerer, Klaas? Also würdest du sagen, oder sagst du dir lieber, oh, das ist mir zu peinlich, bevor ich jetzt hier eine Szene mache im Restaurant und irgendwie... Nö, ich sage nichts. Ich sage aber, wenn es mir besonders gut gefallen hat, dann... Das sage ich auch immer. Ja, das sage ja jeder. Sage ich ganz viel. Wenn ich mich aber so... Also manchmal ist es ja dann auch schon so, dass man... So mehr, also wie soll man sagen, manchmal wird man bei so bestimmten Geschäften, das muss ja nicht immer nur ein Restaurantbesuch sein, wird man halt einfach verarscht. Ne? Wenn man genau weiß, da bezahlt man jetzt viel mehr, als es eigentlich kostet. Und dann überlege ich mir, ich merke dann, dass ich verarscht werde, und dann überlege ich mir, ob es mir das wert ist. Ob ich jetzt sage, gut, jetzt zahle ich hier 10% Verarschungsaufschlag, dafür geht das aber über die Bühne hier. Oder ich reg mich jetzt auf und riskiere damit, dass ich es nicht kriege oder dass nichts passiert. Hast du das Gefühl, dass du als Promi öfter verarscht wirst? Ja. Echt? Ach echt, ja? Ja, natürlich. Ja, auf jeden Fall. Also das heißt, du zahlst grundsätzlich mehr für Handwerksarbeiten? Ich kriege schneller einen Termin und es kostet doppelt so viel. Okay. Ja. Ach, ernsthaft? Ich kriege schneller einen Termin und es kostet doppelt so viel. Ich finde, das steht ja manchmal auch in einem guten Verhältnis, wo ich auch bereit wäre, für den schnelleren Termin mehr zu zahlen. Aber das sind zwei unterschiedliche Dinge, warum das passiert. Die kommen, weil sie mal wissen wollen, wie das da aussieht. Und dann kostet aber doppelt so viel, weil sie dann wissen, wie es da aussieht. Ich habe mir vor kurzem habe ich mir gedacht, ich hatte so ganz viele Pappe jetzt beim Umzug, ne, als ich umgezogen bin damals, ihr wisst noch. Ja. Und da war die ganze Tonne voll, die Papiertonne voll. Und dann haben wir den Hausmeister gefragt, ob der das irgendwie dafür sorgen kann, dass das wegkommt, also dass das abgeholt wird. Das hat er sich, also er hat sich dazu bereit erklärt. Und dann habe ich ihm so als Dank, hat man ihm, hieß es dann so, ja, stellen wir dem einen Kasten Bier vor sein Hausmeisterhäuschen, ja. Und dasselbe hat mir jetzt Tim Sproten, unser Kollege, erzählt. Er hat gemeint, er hat einen Schlüssel in so einen Gulli fallen lassen. Dann kamen Leute von der Stadtreinigung und da hat er zum Dank den 20 Euro gegeben und hat gesagt, da kauft ihr einen Kasten Bier. Jetzt habe ich mich schon gefragt, man gibt ja so Handwerkern und so robusten Typen immer einen Kasten Bier, stellt man die vor der Tür. Was ist, wenn die gar nichts trinken? Oder wenn die gar keinen Bock auf Bier haben und die kriegen von der ganzen Welt immer einen Kasten Bier irgendwo hingestellt als Dank? Kurze Zwischenfrage. Hatten wir jetzt nur ein Bier oder geht es jetzt noch weiter mit Bier? Nein, Schmitty hat noch Radler. Noch Bier, ich habe Bier. Gib mir bitte Radler habe ich noch. Kein Bier? Ein Radler. Oh. Aber ich
Das Radler ist doch besser als ein Bier, oder? Vor allen Dingen... Wo ist das Bierboot? Wie genau stellt man fest, wen man mit einem Kasten Bier bezahlt und wen nicht? Stell dir vor, du brauchst einen neuen Personalausweis. Mhm. Dann würde man ja nicht sagen, hier habt ihr einen Kasten Bier, bis Panama. Oder du bist im Taxi und bist dann so am Reichstag ausgeschieden und sagst, hier, Kasten Bier, also tschüss. Jemand, der mit Autofahren sein Geld verdient, den sollte man jetzt nicht in Bier bezahlen. Ja, aber woran erkenne ich, wie man mit Kasten Bier bezahlt? Ja. Warum denkt man von manchen Leuten, dass das Schönste auf der Welt, die größte Freude, die man ihnen bereiten kann für eine Dienstleistung, eine Hilfestellung, ein Kasten Bier ist? Naja, und wie kommen wir in dieses Ansehen, dass wir zukünftig... Man sagt so, hier, Klaas, tolle Show heute, Kasten Bier steht da. Also deine Mütze, deine Warsteiner Mütze ist schon mal ein guter Schritt. Guter Weg schon in die richtige Richtung, ja. Naja, Mensch, ich glaube, alles Gute, hier ist ein Kasten Bier. Nee, was irgendwie nett daran ist an so einem Kasten Bier, ist die Kumpeligkeit, mit der man das schenkt. Man ist dann so, man macht so klar, dass das jetzt hier ein privater Dank ist, nicht über den offiziellen Weg geht, sondern das... Ich möchte dir auf so eine freundschaftliche, kumpelige Art möchte ich dir Danke sagen. Weil du hast mir auch so hemdsärmlich und vielleicht auch ein bisschen so unbürokratisch geholfen. Ja. Und genauso unbürokratisch möchte ich dir jetzt danken. Das ist meistens für eine Tätigkeit, die irgendwie so aus dem Ärmel geschüttelt wurde, schüttelt man eben den Dank auch so aus dem Ärmel. Aber kann man das mehr eingrenzen, damit Leute wissen, was eine Kastenbiertätigkeit ist und was nicht? Zum Beispiel, wenn man jetzt einen feinen Star-Architekten hat, der einem die Veranda zeichnet, würde man dann Kastenbier geben? Würde man Philipp Stark ein Kastenbier hinstellen und sagen, danke für die Dachterrasse. Was ist denn, wenn die ein Netflix-Abo wollen? Also wenn die sich dafür viel mehr drüber freuen würden. So. Da kommt der Handwerker, arbeitet schwarz bei dir im Garten. Na, nicht bei mir, aber bei dir. Theoretisch. Bei dir. Also, bei dir. Ich hab keinen Garten. Ja, und dann will der einfach ein Netflix-Abo, weil er sich darüber sehr viel mehr aber freuen würde. Aber was ist, wenn du heimlich die Frau von dem Handwerker anrufst und fragst, was wünscht er sich? Was wünscht er sich? Was wollte er schon immer mal haben? Playmobil-Schiff. Und das Verblüffende, was ich auch nicht weiß, warum ist keiner von uns, die wir hier im Boot sitzen, keinem von uns würde man einen Kasten Bier zum Dank geben. Ja, warum eigentlich nicht? Weil wir so Studentenarschlöcher sind. Ja, das wir haben so dünne Arme und sind bleich. Ich glaube, man braucht auch Tattoos auf der Wade, damit man einen Kasten Bier kriegt. Oder einen dicken, dicken Bauch. Ja gut, da könnte ich mit dienen. Es ist mal wieder Zeit für eine Petition. Mir hat ein ganz lieber Hörer geschrieben, der hat darauf reagiert, dass Klaas in der letzten Folge behauptet hat, ich sei seit 30 Jahren beim Radio, was natürlich übertrieben ist. Mhm. Aber ich habe schon mal beim Radio gearbeitet. Und er hat mir die Frage gestellt, warum deutsche Radiosender bei über 30 Grad so tun, als wäre es ein geiles Wetter. Und da hat er total recht mit. Alles über 25 Grad ist Scheißwetter. Und darüber will ich mit euch reden, dass wir nochmal ganz klar den Gradmesser auch in die eine Richtung verschieben. Es ist ja klar, wenn es regnet, ist Schietwetter. Ne? Mhm. So nasser Regen und so ein feuchter Wind, Schietwetter. Mhm. Aber das eigentlich alles über 28 Grad wahrscheinlich richtiges Scheißwetter ist. Man quält sich, es ist zu heiß in der Bude, man schwitzt sich tot, kann nicht pennen. Das ist doch kein gutes Wetter. Da will ich doch nicht aus dem Radio hören und wieder wunderbare 34 Grad Berlin-Berlin-Brandenburg in der Mutterstadt. Jetzt mal rausfahren aufs Boot. Das will man doch gar nicht hören. Ja, sehe ich anders. Was? Also, jetzt momentan muss man ja sowieso, also ich finde ja, dass man durchaus anerkennen muss, dass 3 Wochen knallhart über 30 Grad mit einer extremen Dürre überall auch nicht normal ist. Und wenn man sagt, ja, früher waren die Sommer auch warm und so, wenn man sich halt nur 5 Minuten damit beschäftigt, wird man feststellen, so ganz normal ist das alles nicht, was gerade stattfindet. Also sich einfach so ganz doof über 38 Grad 2 Wochen lang zu freuen, ist natürlich auch ein bisschen unreflektiert heutzutage. Und insofern ist das nicht einfach nur mit Wetter abzutun, diese ganze Diskussion. Aber ich persönlich, jetzt völlig abgekoppelt von dieser Tatsache, finde diese Temperaturen tatsächlich schön. Dass dieses Wetter, was jetzt hier gerade vorherrscht, findest du schön? Ja. 34 Grad in Berlin? Ja. Am Wochenende waren es 37 Grad in Köln und Köln ist immer noch feucht. Als ob du im Tropenhaus lebst. Ja, Köln ist in der Rheinsenke. Das ist immer ein bisschen wärmer. Das findest du ein schönes Wetter? Das ist die Hölle. Ja, ich habe da meine Einzelmeinung. Ich weiß, worauf das hinausläuft hier, aber ich finde das tatsächlich gut. Ab wie viel Grad ist das Wetter nicht mehr schön? Oben. Ab 32 Grad. Ab Indien. Weißt du noch, als wir damals in Indien, in Varanasi, angekommen sind und die klimatisierte Flughafentür aufging und man wirklich das Gefühl hatte, hier wirft einer mit heißer Luft auf einen. Das waren 48 Grad im Schatten.
in Indien und wir kamen direkt aus München nonstop dahin. 48 Grad im Schatten und es war null Luftfeuchtigkeit. Es war wie den Kopf in einen Backofen stecken. So. Boah, wisst ihr, was ich für ein Problem habe? Jetzt was ganz anderes. Ich muss gleich, ist jetzt vormittags, ne? Mhm. Das ist echt problematisch, weil ich muss gleich ins Synchronstudio und muss so einzelne Schrotttöne von Check Check nochmal nachsynchronisieren. Also irgendwas, was da vor Ort nicht geklappt hat, muss man da nachsynchronisieren. Ist relativ normal. Macht also man du dich Sachen. Selber? Ich mich selber, ja. So, ist auch egal, was ich da genau mache. Ich habe also gerade diesen Termin. Ich muss da hin und das ist so ein ganz professionelles Studio. Mit den Leuten habe ich nicht viel zu tun. Ich kenne die nicht, bin da einmal im Jahr. Und dann sind die so ganz nett, stellen mir da einen Kaffee hin, sagen hier, bitteschön. Dann kommt man in so eine Kabine, macht da seine Dinger da. Das geht auch relativ schnell. Aber ich komme jetzt da an einem Mittwoch. Während auch die meisten hier jetzt schon wieder ganz normal arbeiten, komme ich jetzt da an und habe hier mittags eine irrsinnige Bierfahne, die ich jetzt auch nicht sofort erklären will. Weißt du, weil ich kann ja auch sein, dass die das gar nicht riechen. Und deswegen ist das jetzt eine Abwägung für mich, ob ich mit der Tür ins Haus falle und sofort sage, ich habe eine Fahne, weil ich war gerade auf einem Boot und so. Und die dann so, haha, ja, ist okay. Und dann ist es irgendwie raus, ja, aber vielleicht auch schlecht, weil sie hätten es vielleicht gar nicht gemerkt. Aber es ist unumstößlich, dass der jetzt hinkommt. Sie werden vor Ort definitiv nichts sagen. Ich kenne die Leute ja auch nicht. Ja. Aber wenn ich jetzt da arbeiten würde, in so einem Synchronstudio, und da käme jetzt zum Beispiel Joko oder ich oder Jan-Josef Liefers oder egal wer. Und riecht nach Bier. Oder Til Schweiger oder irgendein Schauspieler, den man aus dem Fernsehen kennt oder so. Und dann riecht der mittwochmittags scharf nach Alkohol. Da würde ich nichts sagen. Aber sobald der im Aufzug steht, würde ich in den Pausenraum gehen und sagen, du, der Jan-Josef Liefers war gerade hier. Also netter Typ und so, ne? Aber eieiei. Ein kleiner Schluckspecht. Kleiner Schluckspecht, ne? Der hat offenbar, schluckt gerne was weg. Ich stelle mir gerade vor, wenn du so lallst, ne? Und man hört dann die Check-Check-Folge und da heißt es so, wir müssen jetzt nochmal in den Security-Bereich. Was war das? Im Security-Bereich? Harald, mach doch mal die Sicherheitsvorschrift. Harald. Das Einzige, was ich dir wirklich raten will, nicht zu tun, ist, was ich mit einem großen, ehemals großen deutschen Showmaster erlebt habe, der immer wieder ungefragt das Thema darauf gelenkt hat, dass er ja bei 3-4 Aufzeichnungen am Tag ja gar nicht so viel trinken kann. Wäre das würde ja gar nicht. Sag mal, Glas! Das kannst du nicht erzählen. Warum denn nicht? Das kann man nicht erzählen. Ach. Der hat jedenfalls immer wieder gesagt, naja, also so, wenn wir da haben da 2-3 Aufzeichnungen am Tag gemacht und da kannst du natürlich keinen Alkohol bei trinken. So, der Werner Schulze Erde. Ich habe das gerade wegen dem Boot da nicht. Das können wir nicht sagen, Schmidt. Es geht um Werner Schulze Erde. Das können wir nicht sagen, ich komme in den Knast, Mensch. Da kann er doch sagen, das hat er nie gesagt, aber kann ich mich verbürgen, dass er das gesagt hat. Wir haben ein ganz anderes Problem. Merkt ihr, dass wir trotz voller Leistung Elektromotor überhaupt nicht mehr vorwärts kommen, weil wir Gegenwind haben? Das ist keine volle Leistung, es ist Gang 1. Habt ihr auch Sorge, dass sich diese Bootsfolge einreiht in Mach mal viele wie Werner Schulze-Erdl, einfach vom ersten in dritten Gang schalten. Habt ihr eigentlich auch Sorge, dass sich diese Bootsfolge einreiht in viele unrühmliche Bootsfolgen anderer, sagen wir mal, ambitionierter Kollegen? Also es gibt ja zum Beispiel legendäre Bootsfolge von Harald Schmidt. Die wurde so wochenlang angekündigt auf dem Schiff. Olli Dittrich, Rainer Pastewka, genau, von Bingen nach Bobhardt auf dem Rhein. Todeslangweilig. Hat sich ja, Schmidt, glaube ich, noch 10 Jahre danach für entschuldigt. Auch Conan O'Brien hat mit Andy mal eine Folge gemacht auf dem Hudson. Auch diese Folge ging in die Geschichte von Conan O'Brien ein als die grauenhafteste und langweiligste Folge aller Zeiten. Ja. Habt ihr diese Sorge? Ich finde, wir dürfen das jetzt nicht schön reden. Ist die weit hergeholt? Schlecht reden. Wir sind auf Kurs. Guck mal, hier ist schon mal ein guter Gag. Wir sind auf Kurs. Ja. Wie kleiner U-Boot-Gag. Wie heißt das Boot hier? Seht mal, wie heißt das Boot? Na? Fettes Boot. Fettes Boot heißt das Boot hier neben uns. Ja, lustig. Jo. Also nochmal zusammenzufassen, man sollte Leuten, die da noch nie gefragt haben, nie von sich aus sagen, dass man da nicht betrunken war. Also es wäre zum Beispiel auch sehr unseriös, wenn ich euch jetzt erzähle, also im Büro, da trinke ich natürlich nicht. Wenn ich da morgens komme um 9 ins Büro, ist ja klar, da kann ich ja nichts trinken. Ist das ja würde klar, ich nicht tun. Also du würdest auch sagen, ist ja klar, dass ich da nicht meine Schreibtischschublade aufmache. Ja. Ist ja wohl vollkommen logisch, dass ich da keinen Maria Kron raushole. Ja. Reinkippe. Ich kann mir ja nicht morgens, ist ja für jeden nicht. Im Büro klar und deutlich zu verstehen, dass ich nicht morgens um 9:30 mir einen kleinen Maria Kron in den Kaffee schütte.
Sehr logisch. Ich muss ja nicht extra dazu sagen. Aber habt ihr euch schon mal Mut angesoffen für im Job? Ja, einmal, und zwar in, da warst du auch dabei. Das kann man auch sehen, das ist sehr gut dokumentiert von den Kameras. Ich habe ja ein kleines Trauma mit Bungee-Springen. Und zwar seit dieser Fernsehgarten-Helikopter-Geschichte. Ja. Da habe ich es übertrieben und so. Meine Psyche ist praktisch einfach ausgeklinkt. Und deswegen kann ich nicht mehr so richtig Bungee-Springen und daran Freude empfinden. Da musste ich das aber nochmal machen. Und zwar, wie heißt das da in der Nähe von Hongkong, wo wir Macau. Waren da? Macau. Macau, genau. In dem Las Vegas neben Hongkong. Mhm. Da musste ich dann mal runter und da habe ich mir Mut angetrunken. Das kann man aber, wie gesagt, auch sehen. Da habe ich 5 Dosen Bier vorher getrunken. Sonst wäre das nicht möglich gewesen. Es ist, also Schmitty, ja, wir haben, also ja, es ist sehr, sehr schön. Das hätte ich jetzt gar nicht erwartet. Oder? Ich finde das wirklich irgendwie sehr auch schön. Ganz gut, ja, total. Und ich hatte gedacht, dein Boot ist irgendwie auch beschissener, kleiner und nerviger. Das kann man doch nicht so ehrlich sagen. Wieso darf ich das ehrlich sagen? Du hast gedacht, das ist noch beschissen? Also ist es beschissener? Ich dachte, das ist so ein ganz beschissenes Drecksboot, was so an der Haut lebt und so. Geräusche er hat mir macht. Das seit 2 Wochen ins Gesicht gesagt, fairerweise. Ne? Es ist jetzt nicht so, dass er das irgendwie heimlich da rumgetuschelt hätte. Er hat immer gesagt, dass du hast einen Dreckskahn, ich will da nicht drauf. Und aufbauen will ich es erst recht nicht. Das stimmt. Also Unehrlichkeit kann man mir nicht vorwerfen. Und ich muss sagen, das ist wesentlich um 100% schöner, als ich erwartet hätte. Ja, oder? Es ist ein richtiger Ausflug, den wir wieder machen. Und es ist ein schöner Wind, der macht die Hitze erträglich. Und ich habe auch angemessen Platz. Ich habe gute Begleitung in euch. Du hast dich da auch so richtig so hingesetzt, dass man auch keinen Zweifel daran hat, dass du dich nochmal bewegst. Stimmt. Wie ist es bei dir, Klaas? Ich muss auch sagen, ich finde es auch gut. Ja, also für mich ist es erfrischend normal alles hier. Ja. Das ist für mich mal interessant. Einfach mal, es ist wie, als hätte ich hier kein Boot, sondern eine Zeitmaschine betreten. Und ich bin wirklich ein paar Jahre zurückgereist in meiner persönlichen Lebensentwicklung. Und das, ich fühle mich hier ganz wohl. Manchmal bin ich ja so neidisch. Manchmal gucke ich so durchs Autofenster der S-Klasse raus und beneide so die Leute draußen und denke, ah, guck mal hier, die gehen jetzt da ganz normal in so einen Kiosk rein und so. Ja. Und das ist für mich, manchmal hat das was, ja, das ist, baut so eine Sehnsucht auf und so eine, ich romantisiere auch viel euer Leben. Muss ich auch sagen. Sobald ich da ein bisschen näher rankomme, dann... Jetzt bist du ja ganz nah dran an unserem Leben. Jetzt bin ich ganz nah dran. Hier finde ich das, muss ich sagen, wirklich ganz schön. Also ich kann mich da so richtig drauf einlassen, auch so diesen ja, es ist wie so eine RTL2-Sendung, wo so zwei ihr Leben tauschen. Arm und reich. Das Aschenputtel-Experiment. Das Aschenputtel-Experiment, so fühle ich mich hier. Aber sag mal, Schmitty, was wären so Kennzeichen, wo man sagen würde, die Bootsfahrt nimmt hier noch ein ganz anderes Ende als geplant? Wenn wir das Koksboot rufen. Ich meinte eher so, wo würden wir so ein Wasser, wenn Wasser eindringt, das als erstes merken? Ach so, was wir dann machen? Springen wir ins Wasser und schwimmen an Land. Okay. Aber ich habe doch meine guten Earpods dabei. Und einer von uns muss die Autobatterie möglichst weit wegwerfen. Das muss der Kapitän machen. Habt ihr schon mal eine Operation an euch selber durchgeführt? Nur so Splitter habe ich mal. Ja, ich kann euch ein Beispiel geben. Wir drei waren zusammen in Australien, ja. Haben da im Outback gedreht. Ja. Und dann sind wir wieder irgendwo hingeflogen und war, weiß der Teufel warum, ging das über Hongkong. Wir waren aber praktisch den Tag davor, weil du da ein Känguru gerettet hast, Klaas, ja. Und das über so einen Zaun gehievt hast, damit das in die Freiheit kann, waren wir die ganze Zeit praktisch auf dem Land unterwegs. Es war so hohes war Stroh oder was, es war so hohes Gras. Es war im Grunde eine Zeckenmeile. Und ich habe mich noch abends untersucht im Hotel und war froh, dass ich keine Zecke habe. Und dann habe ich im Flugzeug festgestellt, dass ich eine Zecke habe, und zwar am Bauch. Und ich habe panische Angst vor Zecken. So, richtig. Und dann waren wir angekommen in Hongkong am Flughafen. Und dann habe ich auch mich da praktisch schon 6 Stunden auf dem Flug dahin reingesteigert, dass ich im Grunde jetzt im Tod geweiht bin. Oder zumindest plemplem, weil ich dann irgendwie so Gehirnentzündung kriege. Und jetzt musste ich ja irgendwas tun. Und ich wollte das euch auch nicht sagen, weil ich mich auch geschämt habe. Und auch ein bisschen vermutet habe, dass meine Reaktion vielleicht nicht angemessen ist. Also bin ich... Das habe ich gar nicht mitbekommen. In der... Wir hatten da das Glück, in einer Business Lounge auf den nächsten Flug zu warten. Das ist ein Bereich, wo gemütliche Sessel sind und wo es nicht stinkt. Wo sich sehr gut operieren lässt. Ja, und da habe ich mir ein sogenanntes Vanity Set geholt an der Rezeption. Also Nähzeug? Nähzeug. Und dann habe ich mit bloßer Gewalt auf dem Klo mit 2 Nadeln
an der Zecke in meinem Bauch vorbeigestochen, um die dann praktisch 1 Zentimeter unter dem vermuteten Zeckenkopf rauszukatapultieren, habe affenartig geblutet, habe das mit Klopapier versucht, danach diese Blutung zu stoppen, habe dann mit so Tapeband von Chris Marquardt das so über das Klopapier, was ich da drauf gedrückt habe, gemacht, habe danach einen Gin Tonic bestellt und für euch so getan, als ob nichts gewesen wäre. Alter. Das ist ja super, also das ist ja gefährlicher, ja, als die Zecke jemand sagen kann. Aber das ist zum Beispiel so eine Art von Zurückhaltung, die ich niemals mache. Ich finde das Witzigste daran, dass du nichts gesagt hast. Und auch für mich das Unglaublichste. Weil es gibt auf jeden Fall so einige Eigenarten an mir, die ich auch gar nicht so super finde. Die mir aber jetzt auch, also die ich nicht anders machen kann. Zum Beispiel, dass ich halt bei sowas einen enormen Mitteilungsdrang habe. Also ich könnte das nicht für mich behalten. Ich müsste das jemandem erzählen. Ich müsste jemandem erzählen, was ich gerade erlebt habe. Und ich muss auch dann, wenn ich das zum Beispiel tapfer überstanden habe, müsste ich damit angeben, dass ich es tapfer überstanden habe. Ich habe so ein gewisses Gen in mir, das kommt wahrscheinlich durch meinen Vater, so ein gewisses, ich kann es total reflektieren, ich weiß, dass es nicht gut ist, aber ich habe so was Angeberisches an mir manchmal. Und ich weiß, dass es nicht gut ist und durch diese Reflexionsfähigkeit kann ich das gerade noch so in Grenzen halten, dass es jetzt nicht völlig überbordert, meine ganze Persönlichkeit überlagert. Alle sagen, da kommt der Angeber und der Rest ist praktisch nicht mehr sichtbar. Aber ich habe das in mir und ich weiß das. Das ist wie so einer, der weiß, der hat eine Disposition, um süchtig zu werden und deswegen extrem gar keinen Alkohol trinkt. Ne? Also man muss die ganze Zeit immer darauf achten, ich bin trockener Angeber. Versteht ihr? Ich habe die absolute persönliche Veranlagung zum Angeben, auch mit solchen Dingen. Und ich ärgere mich darüber. Wenn ich das jetzt so erlebt hätte, dann wäre mir auch lieber gewesen, ihr hättet von dieser peinlichen Nummer, die du jetzt hier jetzt Jahre später natürlich freiwillig erzählst, aber mir wäre lieber gewesen, es hätte niemand mitbekommen. Und trotzdem hätte ich es erzählt und ich hätte mich danach geärgert. Wenn ich mir was Neues kaufe, dann dauert es, dann nehme ich mir vor, es niemandem zu sagen. Weil ich denke, das kannst du ja auch mal. Ja, dann denke ich so, das kannst du ja auch mal für dich behalten, dass du. Ich hab einen neuen Jaguar! Und dann platzt es so aus mir raus. Nicht bei jedem, muss man sagen, sondern schon so bei bestimmten Leuten. Und dann ärgere ich mich eine Woche lang, dass ich es erzählt habe. Ja, dann ist Podcast das richtige Medium für dich. Ja, da ärgere ich mich auch manchmal, was da alles rauskommt. Da habe ich ja noch so eine Art Mini-Filter, noch, dass ich so ein bisschen drüber nachdenke, was ich da erzähle, ja. Aber ich kann das nicht, das ist so eine richtig, so eine Unfähigkeit von mir, Dinge für mich zu behalten. Also ich bin zum Beispiel jetzt niemand, dem man kein Geheimnis erzählen kann. Ich kann Geheimnisse gut für mich behalten, wenn einer sagt, es unter uns sind, bleibt es auch da. Ne? Aber tatsächlich diese Angebersachen ist nicht meins. Kannst du da lang fahren, bitte? Aber habt ihr euch schon mal was rausgeschnitten, wo ihr so dachtet, ihr müsst das jetzt in die Hand nehmen, weil es ist jetzt einfach keine Zeit, um in eine Notaufnahme zu gehen? Also, ich habe 2 Sachen gemacht. Eine Sache im Krankenhaus und eine Sache zu Hause. Fangen wir mit der kleinen Sache an. Mir ist mal ein Stück von der Kniescheibe mal abgebrochen. So, und egal, lange Operation, bla bla bla. Ich springe auch gleich in der Zeit nochmal zurück. Aber es war dann, irgendwann hatte ich die Fäden noch. In so einer langen Narbe am rechten Knie. Sieht man die noch? Ja. Ja, boah, die ist ganz lang. Ganz lange Narbe. 9 Zentimeter mindestens. Ja. Und da waren natürlich überall so Fäden. Und die habe ich mir, und das sieht man auch an der Qualität der Narbe, die habe ich mir selber gezogen. Warum? Weil ich dafür nochmal hätte zum Arzt gehen wollen und ich war zu faul. Hä? Für Fäden ziehen, zu faul? Ich wollte da nicht hingehen. Dein ganzes Modelbein ist entstellt von dieser gigantischen Narbe, weil du zu faul warst. Ich habe mir zu Hause eine Pinzette und ein Messer und eine Schere ausgekocht. Ich habe mir das selber sterilisiert in einem Kochtopf. Und hab dann zu Hause selber die Fäden gezogen. Dann bin ich dann so ein bisschen wie das Kind, was sich die Haare schneidet und dann zur Mama sagt, wir können sofort zu McDonald's. Wir brauchen gar nicht mehr zum Friseur. Oh Gott. Ja. Und so, das habe ich gemacht. Das was war die hast eine du Sache. Krankenhaus gemacht? Und die andere Sache war, ich lag dann vorher, also mit einem bis oben hin zugegipsten Bein, lag ich im Krankenhaus mit 3 anderen Jungs. Und die waren alle so eingegipst. Einer war so ganz schlimm eingegipst, der musste auch in so eine Pfanne scheißen und der hatte wirklich nur so ein kleines Loch im Gips, damit er da rauskoten konnte. Der arme Kerl. Schöne Grüße, falls er sich noch an mich erinnert. Ich war da. Warum hast du die Tour gefahren?
Nein. Der war total nett und der hat mich gut verstanden, aber das war so. Und der hat dann, der war dann früher fertig. Ihr wart aber nicht zusammen eine Einheit, ihr wart nur in dem Zimmer zusammen. Wir waren nicht zusammen. Ihr hattet nicht zusammen einen Unfall oder irgendwas. Nein, wir waren einfach zusammen in einem Zimmer, ja. Okay. Und der, bei dem guckten so, es gibt doch wie so kleine Plastikkassetten, an denen so Schläuche dranhängen, die das Wundwasser immer so abziehen, die in der Wunde noch drinstecken. Kennt ihr das? Ja. Da kommen zwei so Schläuche in den Gips oben rein. Nee, das kommt direkt in die Narbe und die absorbieren praktisch das Wundwasser, damit das dann nicht suppt drin. Ich krieg grad das Kokoswasser, wenn du dann Wundwasser sagst. Bitte? Bei Haftbefehl am Bein habe ich das gesehen. Ja, genau. Nur, dass wir uns nicht selber ins Bein geschossen haben, sondern da wirklich ein Unfall passiert ist. Und bei dem war das auch so und der war ein bisschen früher fertig als ich und dann hieß es irgendwann, heute werden diese Dinger gezogen und die werden interessant gezogen, also zumindest da bei uns im Krankenhaus wurden diese, also vielleicht eine Krankenschwester, Krankenpfleger, die mit Erfahrung haben, kann ja mal sagen, ob das Usus ist, aber da wurde einfach, ohne dass der Gips gelockert wurde, wurden diese Wundschläuche praktisch sehr indirekt gezogen, so wie man Stecker nicht ziehen soll. Man soll ja Stecker immer direkt ziehen, damit nicht die Steckdose mit rausfällt und da ein Unfall passiert. Aber man soll nie an einem halben Meter Kabel hinten ziehen, damit der Stecker vorne rausgeht. Wie beim Sauger. Ja, so haben die das aber gemacht mit diesen Wundschläuchen. Praktisch oben am Gips, am Oberschenkel, oben haben die an den Schläuchen gezogen, damit die am Knie, das ja eingegipst war, rausgezogen werden. Und das haben die bei dem gemacht. Und die haben das so langsam und so komisch gemacht und so. Und der hat geschrien wie am Spieß und er hatte so eine Angst davor. Und es war richtig so ein Horror, wie die da an dem rumhantiert haben. Und drei Tage später hieß es, heute werden bei mir diese Schläuche gezogen. Und dann habe ich in einer Hauruck-Aktion gedacht, bevor die gleich kommen, mache ich das einfach selber. Weil dran ziehen kann ich auch. Und dann kann ich das wenigstens, das wenigstens selber bestimmen, wann das passiert. Und dann habe ich mir ein Herz gefasst und die Schläuche. Und hab da dran gezogen und als die dann da reinkamen, habe ich auf die Klingel gedrückt, als ich fertig war. Und dann kam die Krankenschwester und habe ich der das Ergebnis präsentiert, habe gesagt, hier, die Schläuche sind schon gezogen. Da ist die bald in Ohnmacht gefallen und hat mich ausgeschimpft, ob ich wohl alle habe. Und dann hatte ich das aber erledigt und ich habe das offenbar gut gemacht. Es gab keine Spätfolgen. Oh Gott, ekelhaft. Guck mal, seht ihr diese, guck mal, hier sieht das so aus, als hätte hier einer Tic-Tac-Toe gespielt auf meinem Bein. Ja. Diese Narben hier, da waren die drin. Wollen wir das als Begleitmaterial fotografieren? Ja, können wir machen. Mach doch mal. Schmitti, hast du schon an dir eine Operation? Nee, ich war auch tatsächlich, ich habe mir noch nie in was gebrochen. Ich war einmal im Krankenhaus, ich glaube wegen Polypen oder sowas, da war ich 4 Jahre oder so, und seitdem nie wieder. Das heißt aber nicht, dass ich nicht ins Krankenhaus sollte. Das ist der feine Unterschied. Bist du so einer, der immer so denkt, ich schaffe das schon alleine? Nee, ich denke mir einfach, ich will da nicht hin, weil die Diagnose lautet tot. Ja. Was? In deinem Alter, also ich kann das verstehen, wenn ältere Leute sagen, wenn ich jetzt ins Krankenhaus komme, dann komme ich nicht mehr nach Hause. Das sagen ja dann ältere Leute ab einem gewissen Alter, und da stimmt das wahrscheinlich auch, da sagen die dann so ab 80, wenn die mich jetzt hier einliefern, dann sehe ich mein Wohnzimmer nie wieder. Kann ja so sein, aber Schmidt, bei all deinen Gebrechen, das ist keine berechtigte Angst bei dir. Dass wenn du einmal ins Krankenhaus kommst wegen gebrochenen Bein, dann lassen die dich doch wieder nach Hause. Du bist doch therapierbar. Wenn ich mir mal ein Bein breche, habe ich keine Angst, ins Krankenhaus zu gehen. Das ist nicht das Problem. Aber sobald da ein Röntgengerät unterwegs ist, ne, sag ich no. Bitte? Aber jetzt fangen wir nicht das Thema wieder an. Wieso? Was heißt denn wieder? Ja, jetzt mach du erstmal deinen Corona-Test und sag mir, wie das gelaufen ist. Was machen wir denn, wenn du Corona hast? Ja, dann das irgendwie 14 Tage Urlaub, dann können wir ein bisschen länger hier noch auf dem Fuß bleiben. Wir nehmen ab nächster Woche Joko und Klaas gegen ProSieben auf. Nee, tun wir dann eben genau nicht. Ja, dann nicht, ne? Nee, dann nehmen wir Joko gegen ProSieben auf. Und ihr auch nicht. Dann gibt's die neue Show Joko gegen ProSieben. Jetzt stell dir einfach mal vor, oh Gott. Joko und Steven gegen ProSieben. Na, viel Spaß. Ja, nee, das geht dann nicht. Nee, wenn ich jetzt Corona habe, dann verlängert sich unser Aufenthalt hier auf dem Boot. Das wäre geil. Stellt euch vor, soll ich euch nochmal einmal anfassen? So, guck. So, jetzt seid ihr mit im Boot. 14 Tage Quarantäne hier auf dem Schlauchboot. Das wäre jetzt nicht so schlimm, muss ich sagen. Nee. Naja, ab Tag 3 wird's dünn, ne? Oh, wäre das eine gute Reality-Show? Dass man so Promis auf so ein Schlauchboot packt und die dürfen da nicht runter. Gibt's sowas nicht? So ein Rettungsboot, wo die sagen, so Promis treiben auf einem Rettungsboot im Meer und dürfen da nicht. Ich glaube, das gibt's, habe ich mal in Cannes auf dieser Fernsehmesse gesehen. Also ich würde mir schon wünschen, Thomas, dass du
trotzdem mal, guck mal, ich habe ja meine große Volluntersuchung, die ich da machen wollte, ne? Die habe ich ja wegen Corona abgesagt. Ja. Da gab es 3 Tage in jedes Loch leuchten. Wusstest du noch, dass ich das mal geplant habe? Ja. Weißt du noch? Ja. Das heißt, du bist gar nicht Checkf gepflegt? Nee, überhaupt nicht. Also momentan bin ich jetzt, würde ich mich nicht ins Internet stellen. Das macht jetzt noch keinen Sinn. Ich mache das jetzt bald, weil ich, wie gesagt, also ich wollte einfach wegen Corona da keine Kapazitäten binden mit irgendwie so einem Gesundheitscheckup, der ja nicht unbedingt stattfinden müsste. Jetzt ist aber bald wieder soweit. Hm. Und ich biete dir nochmal an, mit mir mitzukommen. Ja, aber Corona ist noch nicht vorbei. Also wir sollten auch jetzt die Kapazitäten nicht binden. Die Gesellschaft aber nicht belasten. Ja, wir können jetzt aber nicht 10 Jahre warten, bis du mal zum Arzt gehst, nur weil irgendwo noch Corona ist. Das geht jetzt nicht. Wir müssen da jetzt mal hingehen. Es geht einfach um so ein Check-up. Und gerade jetzt sind wir auch in der Phase, wo man sagt, jetzt muss man mal wissen, was man sonst noch so hat, damit man es auch nicht kombiniert mit ein bisschen Corona. Ich fass es nicht. Wir fahren hier auf dem Schlauchboot. Wir sollen der Jugend huldigen, uns ein Bier reindrücken im schönen Sonnenschein. Und du kommst mir jetzt wieder mit dem Check-up, wo ich irgendwie einen Arsch geleuchtet kriege. Ja, was, aber da merkt man doch, wie kaputt wir schon sind. Ey. Nee, eben noch, das weiß man eben gar nicht, wie kaputt du bist. Das müssen wir einmal feststellen jetzt. Wir müssen einmal gucken, was alles kaputt ist, was man noch reparieren kann und was eben jetzt so ist. Was weg muss. Aber das müssen wir doch jetzt nicht auf dem Schlauchboot beschreiben. Irgendwann kommt der Punkt in deinem Leben, da merkst du halt, zum Beispiel, du kannst jetzt nur noch rechts kauen. Dann ist es halt nur noch rechts. Ja. Weißt du, weil links die sind Zähne kaputt. Ja. So, und sowas gibt es praktisch auch mit dem ganzen Organismus. Und wir müssen jetzt einmal feststellen, was mit dir los ist und so. Und das mache ich auch so ein bisschen auch für deine Eltern, die halt wollen, dass ich dich damit hinnehme. Und die haben keinen Zugang mehr zu dir, was das anbetrifft. Die wünschen sich, dass du dich ein bisschen Machen wir kümmerst. Halt. Und ich habe irgendwie so, fühle ich mich emotional deinen Eltern verpflichtet, dass ich dich da mitnehme in dieses Krankenhaus und einmal dich da unter ein Röntgenapparat lege. Sag mal, die Leute hatten ja irgendwie, die hatten ja eine Vorstellung oder eine Hoffnung, wie diese Bootsfahrt wird von Baywatch Berlin, die Summer Breeze. Also, denkst du, das haben wir erfüllt? Ist also hier genug Party? Ist hier Verlockung auf dem Boot? Ich meine, Schmidi, wenn man hier Party, dann muss man Spring Breakers gucken. Ne? Also da hat man sich vielleicht im Programm geirrt. Ja, wie soll man das schaffen von 9 bis 12? Weil danach Klaas ins Synchro-Studio muss. Ja, sind wir denn hier so Woohoo-Girls, die irgendwie Shots doen die ganze Zeit? Ja, könnten wir machen. Nee, ich weiß nicht, aber denkt ihr... Also ganz ehrlich, was ich hier... Also mein Teasing auf die Bootstour war völlig entsprechend dem, was man nun hört. Also ich habe hier niemandem was Falsches versprochen. Also ich fühle mich ja für viele Sachen schuldig, aber nicht hier falsche Versprechungen gemacht zu haben. Ich habe noch eine pikante Frage an euch. Mhm. Gesellschaftlich. Ist ja auch mal so ein bisschen die Welt da draußen hier reinlassen in unseren kleinen Familienpodcast. Würdet ihr den russischen Impfstoff nehmen? Also ich hätte jetzt im Spiel, das haben wir früher mal gesagt, also im Spiel bin ich der Vater, nee, also im Spiel habe ich hier in meiner Tüte nicht nur Getränke, die Schmidti sauer machen, sondern auch den russischen Impfstoff gegen Corona, der diese Woche vorgestellt worden ist, der wohl aber, und das kritisieren wohl einige, gewisse, sagen wir mal, Testphasen nicht übersprungen ganz hat, ne? In dem Sinne durchlaufen. Ja. Also ich glaube auch... Putins Tochter hat ihn schon reingejagt gekriegt für Russland. Ja. Und jetzt seid ihr dran. Die kann ja wohl auch schwer Nein sagen. Ne? Also, ich glaube auch, dass da eher mal so die Direktive ausgegeben wurde, nun mach einen Impfstoff, wir wollen die Ersten sein, mach hinne da. Und dann haben die da rumgeforscht, wahrscheinlich auch Leute, die Ahnung haben, und dann gibt es ja diese ganzen Testphasen, die das Ganze so langwierig machen. Ja? Und ich denke mal, dass die jetzt zu dem aktuellen Impfstoff noch keinen vollwertigen Beipackzettel erstellen können. Also man kann jetzt nicht sagen, was genau außer dem, was man beabsichtigt, jetzt noch nebenbei passiert. Und auch Spätfolgen sind jetzt noch nicht so richtig abzusehen. Ich glaube, dass es so lief, dass Putin dann irgendwo da anruft, irgendeinen Professor, den er da genannt bekommt, und den dann fragt, Bliert, wie läuft's? Hast du was? Und er sagt, naja, klar, wir haben was. Also aber wir brauchen noch 6 Testphasen. Brauchen wir 6 Testphasen. In 2 Jahren können wir es. In 2 Jahren, dann kann ich Ihnen seriös sagen, Herr, Sie haben bis Donnerstag Zeit. Und dann ist das Mittwochabend fertig. Ja, und was ist jetzt die Antwort? Also ich würde es nicht nehmen. Schmidti? Ich bin mir unsicher. Mir ging das jetzt ein bisschen zu flott. Ich bin nun absolut kein Skeptiker. Ich würde mir sofort jeden Impfstoff reinknallen, der mir irgendwo hingelegt wird. Aber ob das jetzt einer sein muss, den Wladimir Putin überraschend aus dem Hut gezaubert hat. Also anders kann man das ja nicht sagen. Das ist ja wirklich ein Impfstoff, der aus dem Hut gezaubert wurde. Das ist mir so ein bisschen, oder jetzt auch, der Typ, ne, der macht wirklich alles, um nochmal in die Zeitung zu kommen. Boris Palmer, dieser Quatschpolitiker aus Tübingen.
Jetzt hat er als Testperson sich registrieren lassen für CureVac und hat jetzt den Corona-Impfstoff, der dann da an Menschen nun mal getestet wird. Einer von diesen Menschen, die da getestet sind, ist er jetzt. Ach, weil man sich da ganz normal da irgendwo anmelden kann. Ja. Hauptsache, er ist wieder, und natürlich ist das eine Sache, die jetzt nicht zwangsläufig an die Öffentlichkeit gerät, sondern er hat natürlich sofort bei irgendeinem Journalisten angerufen, gesagt, übrigens, ich habe den Impfstoff jetzt hier getestet. Und jetzt gibt es wieder 3-4 Artikel. So hält er sich über Wasser, der Mann. Wenn gerade Lanz Sommerpause macht, dann haut er sich halt irgendeinen ungetesteten Impfstoff rein. im vermeintlichen, um sich dafür die Gesellschaft aufzuopfern. Dieser alberne Quatschpolitiker. Was für ein Heini, ey. Schmidt, also, nimmst du den Impfstoff? Ich sehe das absolut. Was ihr macht, ist Fortschrittsfeindlichkeit. Ohne euch, also Sputnik mit euch. Sputnik 4 ist dein Ding. Das Ding hat erstens einen geilen Namen mit Sputnik. Vorsicht, da kommt übrigens ein geiler Pfosten, da gegen den wir gleich fahren. Das ist vertrauenswürdig. Das war auch die erste Rakete, die ein Mensch ins All geflogen hat, glaube ich, war auch Sputnik, ne? Ja, ja. So, und wenn es nach euch ginge, wenn man immer nur sagen würde, oh, da könnte ja was passieren, das ist vielleicht noch nicht ganz ausgereift, dann wär Neil Armstrong nie auf dem Mond gewesen. Bei Steve Jobs wäre auch nichts passiert, ne? Also, was ist los mit euch? Ja, ich muss auch sagen, was der Wladimir da vorgestellt hat, erscheint mir lupenrein und super durchdacht und das kann so falsch nicht sein. Also, wir müssen aufhören mit dieser Russland-Skepsis. ich hab auch ein bisschen den Eindruck, das wäre doch mal, aber jetzt mal, das wäre doch mal ein wirklicher Freundschaftsbeweis, wenn der Schröder sich im nächsten Podcast, liebe Grüße, die Agenda, den Putin-Impfstoff da ins Ei jagt. Ja, das ist gut. Das fände ich mal gut. Und da würde ich ihm auch mal abnehmen und sagen, ja, Gerd, du stehst wirklich wie kein Zweiter neben deinem Kumpel da. Also guck mal, Schröder ist natürlich auf der internationalen Bühne in dem ganzen System Putin dafür verantwortlich, den Westen zu öffnen im Hinblick Seriosität. Da weißt du, wie es um dich bestellt ist, wenn Kanzler Schröder praktisch dein Mann für Seriosität ist im Team, ne? Dann weißt du, wo das Problemchen liegt. Also könnte man ja dem wirklich mal den Floh ins Ohr setzen, zu sagen, also für die internationale Anerkennung, für das Renommee international, für Deutschland, um den Westen zu öffnen, für diesen tollen Erfolg. Für Väterchen Russland. Könnte man doch Gerhard Schröder mal vorschicken. Der ist Risikogruppe, der hat ein Interesse daran. Richtig. Und jetzt mal wirklich von Laber-Podcast zu Laber-Podcast. Lieber Herr Schröder, lieber Herr Ander, jetzt jagen Sie sich doch mal das Zeug da irgendwie ins Bein für Russland, für Deutschland. Wir als Bundesbürger können nur Danke sagen. Also wir würden und wenn Schröder das macht, dann fahre ich auch dahin und sage, auch ich mache das für die Föderation. Was machen denn, also die Frage, die wird ja auch so ein bisschen gestellt, was machen die ganzen Verschwörungstheoretiker, die Bill Gates vorgeworfen haben, dass er mit dem Impfstoff die ganze Menschheit ruinieren will, und Putin war ja der gute Kämpfer und jetzt hat Putin diesen Impfstoff, da kommt man komplett durcheinander, ne? Stimmt, ja. Ja, die haben eine harte Zeit, also die müssen sich jeden Tag auf neue Gegebenheiten einstellen. Jeden Tag was Neues ausdenken. Ja, vor allem ständig verstreichen ihre Apokalypse-Daten, also weder die NWO lässt auf sich warten. Und auch sonst verstreichen praktisch alle Weltuntergangsszenarien regelmäßig und irgendwelche Ankündigungen von irgendwelchen ehemaligen Generälen, die bei der US-Regierung beteiligt waren, die auch irgendwas hätten machen sollen. Auch da wieder das alte Problem, die Fristen zu kurz gesetzt und sich damit unglaubwürdig gemacht. Also die haben wirklich eine harte Zeit gerade, aber die werden nicht müde. Also es gibt jeden Tag eine neue Theorie und die werden jetzt nicht gerade glaubwürdiger, aber sie bleiben dran. Jetzt sind wir ja so kurz vor Ende der Baywatch Berlin Summer Breeze. Das ist ja hier das große Finale. Das hat man in der ganzen Folge angemerkt, dass da mal so ein gewisser Glamour und was Feines mitgeschwungen ist. Wie fällt euer Fazit aus? Was war das für ein Sommer 2020? Mir hat der Sommer sehr gut gefallen. Ich habe natürlich eigentlich Urlaub geplant und habe alles abgesagt. Mhm. Und, für die HörerInnen. Für die HörerInnen und habe mich sehr wohl damit gefühlt im Großen und Ganzen. Also ich fand das, muss man jetzt wirklich mal völlig ohne Gag mal sagen, total schön, zu Hause zu sein den ganzen Sommer. Ich kann mich nicht daran erinnern, wann das mal stattgefunden hat. Wahrscheinlich noch nie. Seit ich denken kann, war ich im Sommer immer mal weg. Das ist jetzt einfach, hat jetzt einfach nicht stattgefunden und wird auch nicht mehr stattfinden. Ich bleibe einfach komplett hier und fand das eigentlich und finde das nach wie vor richtig gut. Ich fand das vor allen Dingen schön, dass wir im Gegensatz zu den ganzen satten und saturierten Podcasts einfach für die Hörer da waren. Dass wir gesagt haben, einer muss ja da bleiben, einer muss euch ja durch den Sommer bringen. Bisschen Monte Carlo für die Ohren
Und das, da waren wir drei einfach überhaupt nicht zögerlich und haben auch gesagt, zusammenrücken in den Zeiten. Richtig, wir bieten den Leuten ein kleines Erlebnis, kann sich jeder was rausziehen. Und das hat mich sehr berührt. Du bist von ergriffen selber. Vor dir selbst. Ja, das stimmt, das finde ich auch. Also gerade im Vergleich zu anderen, die halt wahnsinnig satten Podcast. Ich will jetzt nicht sagen, dass sie da ihre Zuhörer im Regen stehen lassen. Das ist ja nun auch übertrieben. Ne? Also jeder hat das Recht auf Urlaub, halbes Jahr. Kann man ruhig mal weg sein vom Fenster, ohne dass man jetzt jemanden alleine lässt. So. Aber ich finde schon, dass eine gewisse emotionale Bindung herrscht zwischen Hörern und Podcast-Machern. Vor allem, es gibt ja Leute, da ist der Podcast ist der Hauptberuf. Also die machen ja nichts anderes, als einmal in der Woche eine Stunde zu reden. Und, da sind und die dann trotzdem, sich aber sechs Monate aus der Affäre zu ziehen, so ist schon ein bisschen... Da sind die trotzdem jederzeit bereit, nur weil ein bisschen Sommer ist, die Hörer wie so ein Hund an der Autobahnraststätte anzubinden, für den Urlaub zu fahren. Ja. Und da sagen wir nicht mit uns. Nee, darauf ein Kokoswasser. Darauf ein Kokoswasser. Jetzt noch ein weiterer Ausblick. Was wird der nächste große Baywatch Berlin-Ausflug sein, auf den wir jetzt gemeinsam mit den HörerInnen hinfiebern? Gibt es da von euch schon Vorschläge, was da das nächste ja, also Highlight jetzt, sein jetzt, könnte? Also ab nächster Woche, um das jetzt mal geht's rein, erstmal ganz normal, rein informell gibt's zu sagen. Gibt es wieder Brot und Wasser? Genau, da gibt es wieder Baywatch Berlin, so wie man es kennt und auch liebt. Da geht es wieder zurück zur alten Form. Ja. Also es wird toll, da freue ich mich auch drauf. Und ich hoffe, der ein oder andere da draußen auch. Und ich denke, vielleicht machen wir, sollen wir eine Skifreizeit mal machen oder so? Baywatch Berlin, Skifreizeit. Ja, oder gut. Weihnachten mit Baywatch Berlin. Oh, das wäre schön. Durch den Advent mit Baywatch Berlin. Oh, das fände ich wirklich schön. Also wenn wir eine Weihnachtsfolge machen würden, das fände ich sehr schön. Nee, was heißt Weihnachtsfolge? Wir machen vier Weihnachtsfolgen. Oh, ist ja auch schön. Durch den Advent. Ja. Mit Baywatch Berlin. Das wäre vielleicht so das nächste große Ziel. Aber mit mehr Elan, als ihr das bei LNB gemacht habt, ne? Wie bitte? Das haben wir auch schon mal angesprochen. Folge, hallo. Da Weihnachten ist dann nicht mitgetan, dass man da einen Plastikbaum ins Studio schleift, ne? Da müssen wir uns was überlegen. Da müssen wir irgendwie, vielleicht Klaas bringt Geschenke mit. Ja, oder vielleicht derjenige, der am meisten umsonst Sachen übers Jahr bei sich zu Hause gebunkert hat. Können wir so eine Macht Art... Macht mal Bescherung. Aber wir machen Influencer-Wichteln. Das ganze Zeug, was du hier rankarst. Ne? Ja. Mir kann man natürlich auch gerne was schicken. Ich benutze auch gerne Sachen und rede dann versehentlich mal drüber in der Öffentlichkeit. Ne? Also, weil Schmidti hat die Sachen... Ich unterschreibe keine Verträge, aber manchmal rutscht mir so ein Produktname schon mal raus. Das möchte ich nur mal rausgeben an alle Firmen, die mit dem Gedanken spielen, mir Sachen zukommen zu lassen. Ja, von Produkten bis technische Geräte, Essen, Klamotten, ich nehme alles. Ja. Also bitte alles gerne zuschicken an die Adressen, die Sie im Internet rausfinden. Es kommt dann schon bei mir an und manchmal rutscht mir was raus. Ich kann keine Zusagen machen, ich kann auch keine Verträge unterschreiben, aber ich kann Ihnen sagen, ich habe ein loses Mundwerk. Manchmal lasse ich mal was fallen, ohne dass mir das selber bewusst ist und äußere mich auch lobend über Dinge, die mir gut gefallen. Weißt du, was schlimm ist? Und über Dinge, von denen ich ganz viel kriege, da äußere ich mich manchmal auch lobend über Dinge, die mir gar nicht so gut gefallen. Das geht mir auch so, weil wenn die ganz viel zu mir kostenlos nach Hause kommen, da können meine Gedanken ja gar nicht anders, als um diese Sachen zu kreisen. Ja. Ich würde gern mal so einen Nusser loben. So irgendwie einen guten Schnaps, wenn es irgendeine Schnapsbrennerei in Deutschland so sagt, die haben den besten Schnaps, den man kriegen kann. So klare, irgendwie so keine Ahnung, Kirsche, was gibt's denn noch? Mirabelle, Nussal, finde ich super gut. Birne, Helene, gerne mal. Birne. Ne? Also ja, ich habe ja den ersten Schritt jetzt auf die Warsteiner Brauerei zugemacht, freue mich da über eine Zuschrift, freue mich da über Ihr reges Interesse, buchen Sie gerne. Ich denke, ich bin ein würdiges Testimonial. Mir schmeckt Bier sehr, sehr lecker und bin dafür Sie bereit. Können wir die nächste Spezialfolge aus deiner Privatheit senden, Klaas? Wie? Also ich will das jetzt ja nicht näher umreißen, aber aus einer deiner Privatheiten. Nee. Nee? Nicht möglich? Dort, wo der deutsche Urlaub so richtig ursprünglich ist, dass man so richtig denkt, Mensch, das hätte ich ja nicht gedacht, dass der Urlaub so schön ist. Können wir da nicht mal was grillen? Verpisst euch. Auf keinen Fall. Keinen Fall, wirklich. Jager vom Hof. Also wirklich... Privater Sicherheitsdienst räumt euch weg, ihr seht mich nicht mal. Ja, wollen wir die Leute jetzt noch irgendwie was Schönes denen mitgeben, weil unsere Bootsfahrt neigt sich eindeutig dem Ende, wir steuern den Hafen an, beziehungsweise eine Betonmauer, wo ich mich gleich hochhieven darf. Wie machen wir das eigentlich? Wir müssen ja das Boot wieder aus dem Wasser holen, dann müssen wir es trocknen, dann müssen wir es zusammenfalten und mit der Karre Zuhörern wieder in den Keller bringen. Das ersparen wir auf jeden Fall den Zuhörern. Uns vielleicht auch. Nee. Also ich wohne ja hier gar nicht. Für mich kann das Boot hier ruhig im Wasser bleiben, Schwiddi. Da ich bin ich nicht so. Ich fahre so lange mit euch hier rum, bis ihr euch bereit... Ja, wir machen das. Fahr jetzt bitte daran.
Wir machen das. Wir machen das. Ich glaube, wir holen das ja raus. Doch, nein, wir holen das Boot raus. Jetzt fahr da bitte mal da ran, Schmidti. Oh, jetzt macht er hier so. Oh, jetzt fährt er eine extra Runde. Gefangen in seiner Verrücktheit. Nein, natürlich ziehen wir das Boot da raus. Gefangen in seiner. Keiner von uns denkt daran, sofort ins Auto zu gehen. Guck mal, da ist noch mit lauter Nackten drauf. Da fahren wir mal hin noch. Jetzt bitte weg. Nee, wir fahren da nicht hin jetzt. Doch, die Zuschauer haben nicht erwartet, dass wir einfach nur so ein bisschen plätschern. Man kann nackt gar nicht sehen im Podcast, mit ihm spare die Mühe. Wir müssen auch mal ein bisschen Action noch haben, auf Leute treffen. So war das gedacht. Oh, das ist so richtig so, don't give the monkey a gun. Dass du wirklich, dass das für dich das Schlimmste ist, auf Mitmenschen zu treffen, ne? Auf einfache Bürger. Mir reicht schon deine Anwesenheit langsam. Wirklich. Ich möchte einfach nur weg von dir. So. Ich habe Kopfschmerzen vom Bier. Mir ist zu heiß. Ich will nach Hause. Ich will nicht zu den Leuten. Und ich verspreche dir, dass wir dein Boot auch raustragen. Bitte nicht zu den Tretbootleuten. Ja, ich kenne die nicht. Ich will dir tragen Runde. Dein ich will Boot raus. Denen. Ich will nicht zu denen. Bitte. Die erkennen dich gar nicht. Nee, darum geht's auch gar nicht. Ich will die aber auch nicht erkennen. Was haben die denn für ein Kostüm? Adams Kostüm? Hast du noch ein bisschen Vox Pops Feeling jetzt? Ja, du könntest wirklich noch mal eine kleine Umfrage machen. Ich möchte aber keine Umfrage machen. Komm, eine kleine Umfrage. Eine Umfrage. Hast du einen Hund? Okay. Reicht das jetzt an Umfrage? Ja. Guck mal, die essen auch das Innenobst 2020, die Wassermelone. Die hat eine Katze. Das ist ein Instagrammer, das merkt man noch. Ja. Oh, jetzt kommen wir schon. Jetzt fahren wir weg von dem Ziel. Ja, was ist das Ziel? Das Ziel ist. Findet ihr, wir haben das Ziel erreicht von dieser Bootsfahrt. Das ist auch das Ziel, Rückgrade in die Ferne. Ich finde, es ist alles gesagt, Schmidti. Es ist alles gesagt. Es bringt jetzt nichts, hier mit Rezo noch 8 Stunden über den Teich zu schippern, als würde man da jetzt noch irgendwas aus dem rauskriegen, was man nicht schon mal gehört hat irgendwo in einem YouTube-Video. Dann fahren wir zurück. Und du musst dir gar keine Sorgen machen. Keiner wird, sobald er das Boot verlassen hat, sofort in sein privates Auto steigen und wegfahren. Könnt ihr auch nicht, weil eure Autos stehen in der Tiefgarage. Oh, scheiße. Das war der Trick. Ja. Scheiße. Deswegen dürfen wir in die Tiefgarage, wenn du uns gefangen halten willst, bis dein Kackboot wieder verstaut ist. Genau. Du Schwein! Die Tür öffnet sich, wenn der Bollerwagen davor. Oh, da bin ich dir voll in die Falle getappt. Scheiße. Du auch? Ja, ich auch. Oh nein. Ah, weißt du was? Ich lasse es hier. Du kannst es haben. Ich schenke es dir. Ich gehe einfach. So, jetzt verstecken wir uns wieder hinter so einem riesen Kahn. Steht der hier immer eigentlich? Der steht immer da. Ah ja, okay. Und warum? Wohnt da einer drauf? Weiß ich nicht. Nö. Der ist. Ist das teilweise wie so? Ist das wie so diese Schiffe, die hier manchmal einfach so stehen? Ne? Sind das wie so alte Fahrräder, die irgendeiner da anschließt und dann nach 5 Jahren wird man gefragt, wem gehört das eigentlich? Und dann wird das von der Polizei abgeschnitten? Also werden hier manchmal auch so Kähne einfach so in die Luft gesprengt oder versenkt vom Hausmeister? Da hat auch einer so ein Boot verbummelt hier vielleicht mal. Kann das auch sein? So, das wird nichts mehr Manöver. Oh, oh. Stimmt. Oh, jetzt hängen wir fest mit dem Motor. Oh nee, Schmidti. Nein, tu mir nicht. Oh nee, hör auf. Oh ja, nee, jetzt. Nein, also, jetzt fahren muss, wir. Du musst ja mal, beweg dich doch mal, du bist doch jetzt verantwortlich. Ich nehme jetzt mal die Zuhörer mit. Ich habe leider ein bisschen falsch manövriert und deswegen ist Jakobs Seite des Bootes. Ich nehme dir nicht ab, dass das deine Absicht war. In ein Gestrüpp manövriert worden aus Versehen. Ich nehme dir nicht ab, dass das keine Absicht war, Schmidt. Du bist hier komplett in den Dschungel reingefahren. Das war doch Absicht, um einfach hier. Ich warte auch nur auf den Moment, dass Schmidt so das in das Boot sticht, um damit jetzt hier noch Action passiert. Oder die Batterie irgendwie so ins Wasser. Um die Welt würde exakt das passieren. Ja. Oh Gott, wie soll ich da je wieder? Diese Keilmauer ist 10 Meter hoch. Du musst jetzt mal dafür sorgen, dass das Boot nicht an dieser Mauer. Nein, leite mich doch mal an! Ja, ja, du musst jetzt raus. Wie raus? Ich zeig euch mal was. Aua! Was machst du? Aua! Entschuldigung. Aua! Entschuldigung. Entschuldigung. Jakob, jetzt kannst du aussteigen. Jetzt mit Würde aussteigen, Jakob. Das ist jetzt noch wichtig zum Abschluss. Nee. Nie fährt in der Achterbahn hier. So. Jetzt. Oh Gott. Kommt der Moment, wo man sagt, wo der Elefant das Wasser lässt. Sagt man, ne? Aber jetzt schnell, du stehst. Man kann doch nicht stehen auf so einem Boot. Das kannst du für meine Werbepartner noch mal sagen, dass ich jung und agil aus dem Boot gestiegen bin. Ja, ja, ja. Also für die Firma Warsteiner, die ja dann interessiert ist, als offizieller Sportgetränk irgendwann zu gelten, muss ich sagen, dass Jakob da wirklich jung und agil ausgestiegen ist. Jo, Schmidti, sehr gut. Wieder alle an Land. Ja. Nee, also. Wir haben das Boot aus dem Wasser, ich bin stolz auf euch. Das war so annähernd, in Teilen war es das, was ich mir vorgestellt habe.
Das war doch mal, war das jetzt so schlimm, dass wir uns zu dritt da überhaupt nicht. Nein, das war richtig schön. Mir hat das richtig Spaß gemacht und ich finde das auch machen nicht, wir gerne mal wieder. Das machen wir gerne mal bald wieder. Also jetzt ernsthaft. Das machen wir gerne mal bald wieder. Mir hat das wirklich Spaß gemacht und ich finde, es gibt auch gar nichts zu meckern und ich habe auch währenddessen nicht viel gemeckert. Ja, schon viel gemeckert. Nö. Also ihr habt euch komplett vorher, ja, aufs aber Boot nicht währenddessen. Gemeckert. Die erste halbe Stunde ist nur Meckerei. Oh ja. Ja, das, aber man muss ja jetzt nicht, so genau nicht übers Meckern auch noch wieder meckern. Also Meta-Meckern, das ist ja alles Quatsch irgendwann. Wenn diese Layer, diese Mecker-Layer hier, die hier übereinander liegen, so ein Quatsch. Wir haben uns hier vernünftig verhalten auf dem Boot, das hat uns Spaß gemacht, das kann man auch merken. Und jetzt, das Schöne finde ich an diesem Podcast, deine alte Taktik, nämlich irgendwann zu behaupten, man hätte was gesagt, was man nie gesagt hat, das geht ja nicht beim Podcast, weil kann ja jeder sich anhören. Das ist also, die Wahrheit liegt ja auf dem Tape. Und das heißt, da könnt ihr selber mal überlegen, wie ich die Bootfahrt so fand. Ich fand sie gut. Ja, wir beenden den Podcast an dieser Stelle, bin ich auch dafür. Aber die Arbeit hat noch nicht geendet. Wir müssen das, ist ja das Boot liegt hier neben uns. Das müssen wir jetzt die Luft rauslassen, den Motor abschrauben, ja, in den, ja, Bollerwagen packen, ja, in die Tiefgarage. Und dann gebe ich euch die Schlüssel eurer Autos frei. Das ist vollkommen logisch, dass wir das jetzt genauso machen. Habe ich nie daran gezweifelt, exakt so machen wir es. Versprochen? Versprochen. Versprochen, nicht gebrochen. Bin nicht gebrochen. Nicht gleich wieder faulenzen. Nee, wir machen das exakt genauso. Du hast Jakob, das gesagt. Du musst nicht irgendwie noch schnell aufs Klo oder so. Ja, vielleicht kurz. Nee, das machst du dann, wenn wir in der Tiefgarage. Ich muss auch nochmal die Birkenstocks ein bisschen fester. Die sind ja schon wieder ganz wackelig im Stand. Also. Ja, es war eine schöne Summer Breeze mit euch. War schön. War ein bisschen weniger Raffaello-Insel als geplant, aber was soll's. Auch in Teilen war da schon das Gefühl da. Ja. Liebe Grüße. Alles Gute, alles Liebe. Tschüss. Tschüss. Summer Breeze. Baywatch Berlin ist eine Studio-Bummens-Produktion in Zusammenarbeit mit Late Night Berlin und freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Neue Folgen gibt es jeden Freitag, überall, wo es Podcasts gibt.